Wir fangen mit Danken für Danken an. So ist es. Prost, Danken. Prost. Ah. Und schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr, ihr Metal Bobby. Ich freue mich sehr auf den heutigen Abend. Habe eben schon den anderen gesagt, wie sehr ich meinen Charakter liebe. Fast so sehr, wie meine Mutti mich liebt. So. Fast. Und fast so sehr, wie mein Charakter seine Mutti liebt. So ist es halt. Ich jetzt noch mehr quatsche. Wir spielen Dragonbane. Jocke ist der Spielleiter. Jocke, ich bin jetzt nur noch Gast in deinem Stream. Können wir mal bitte kurz alle innehalten und die tollen Charakterporträts, die Isuna gezaubert hat, bewundern? Also, wie toll sind die Charaktere bitte getroffen? Huh? Also, es ist einfach ganz großes Kino. Aus dem Chat bitte ein paar Herzen für Izunas Arbeit sehen da, ja? Es ist, die Charakterskizzen sind mega geworden. Mega gut. Gerne doch. Kam von Herzen. Mit ganz viel Liebe und Spaß. Bobby schickt schon das erste Herz, auch wenn da Pathfinder steht. Ja. Ich habe das eigentlich geändert. Ich weiß nicht, warum da. Eigentlich dürfte da nicht mehr Pathfinder stehen. Ich weiß nicht, Twitch warum. Twitch lügt. Twitch lügt, genau. Bei mir steht was anderes. Keine Ahnung, warum. Ist jetzt so. Wir spielen aber kein Pathfinder. Wir spielen nämlich das viel neuere. Eigentlich neuer ist es ja auch nicht. Es ist, also älter. Dragonbane ist ja... Das viel ältere. Das viel ältere, neuere Dragonbane. Und dementsprechend ein ganz eigenes Setting aus meiner Feder, das erst sowieso noch am Entstehen ist. Aber wir formen gemeinsam eine Welt. Ist das nicht schön? Ja. Und das letzte Mal, als wir unsere Abenteurergruppe gesehen haben, waren sie im Gutshof der Bürzel, in welcher von Hieronymus, dem Apple-Wirt, betrieben wird. Und dort haben sie sich um ein unschönes Rattenproblem im Keller gekümmert. Kleinigkeit. Kleinigkeit. Dafür gab es Kost und Logis. Und der nächste Morgen bricht an. Ich habe mir gar nicht gemerkt, wie mein Charakter gesprochen hat. Sowas. Dann gibt es jetzt eventuell einen Bruch zum letzten Mal. Das ist okay. Beim letzten Mal waren wir noch in der Findungsphase. Immerhin haben wir die Charaktere da erst ausgewürfelt. Wer das nicht gesehen hat, ich glaube, das gibt es auf YouTube. Ja. Bitte erst nach der heutigen Show. Natürlich. Dann, aber trotzdem gucken dann. Und Like, Abo und Glocke und so Zeugs. Ja. genau. Der Bürzel. Der nächste Morgen bricht an. Und im Schankraum ist tatsächlich einiges los. Der Bürzel liegt an einer Handelsroute, die von der Heckenflecht-Enklave Richtung Glimmerhof führt. Und dementsprechend sind ja auch öfter mal einige durchreisende Händler, die ein oder anderen Gäste, auch Stammgäste. Und ihr habt gut geschlafen, ihr habt euch erholt von den Strapazen mit den Ratten. Und ihr habt ein bisschen was gelernt durch dieses Aufeinandertreffen mit den Ratten, hoffe ich. Und Hieronymus erwartet euch schon unten mit einem reich gedeckten Frühstückstisch. Ah, mein Retter in der Not. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ganz hervorragend. Ja. Ja. Durchaus. Sehr gut. Ja, wunderbar, wunderbar. Dann, hier, Frühstück, das geht nochmal aufs Haus. Für sehr das schön, sehr schön. Zauber machen. Und, können wir auch hier unten essen? Ja, natürlich. Dafür weil ist du gesagt hast, das Frühstück geht aufs Haus. Also, das, ich komme auch da hoch. Ein aber... Witz wollt dieser Erfel, nicht wahr? Wieso Witz?
Er meint das ernst. Ich wollte nur sicher gehen. Nein, du hast gerade einen wunderbaren Witz gemacht. Ich glaube wohl, das ist so. Redensart. Redensart. Also ja, ist in Ordnung. Naja, das wird er noch lernen. Der ist ja noch sehr jung, ne? Ja. Gerade erst aus dem Ei geschlüpft. Er hat noch eine Daunen hinter den Ohren. Wie frisch aus dem Ei gepellt. Hm. Apropos, wie ist das eigentlich? Habt ihr denn auch Frühstückseier? Oder ist also das ich nicht. Ronimus, guck dich an. Hühnereier, natürlich. Frühstückseier. Wir haben eine Hühnerfarm, um die sich Keldon kümmert. Ja, dann hätte ich gern ein Spiegelei. Wenn es schon aufs Haus geht. Naja, wir haben hier ja ein kleines Potpourri an Frühstück und ein Potpourri, das ist ja. Ich mag Püree. Ja, ein ja. Püree-Pott. Solange das Püree nicht. Buffet. Ja, aber wenn das Püree aus den Ratten von gestern ist, dann bitte nicht. Nicht verkommen lassen, weißt du? Ja. Ja. Jedes Fitzchen muss verbraucht werden. Mal gucken, ehrlich. Was da drin ist in dem Pott. Ach komm, nehmt einfach, langt zu. Ich nehme mir eine große Holzschüssel und mache einfach voll. Mit was auch immer ich da finde. Also Spiegelei gibt es leider keins, aber hartgekochte Eier sind da. Ja, nehme ich. No. Und das ist ein ordentliches, deftiges Frühstücksmahl. Ein Zwerg, der im Gutshof in einer Nische sitzt, guckt ein bisschen grantig drein, als er sieht, dass ihr euch statt für das Obst und das Gemüse, das da ist, zum Teil für die Eier und das Fleisch interessiert. Aber an und für sich scheint er jetzt nicht wirklich ein lautstarker Meckerfritze zu sein. In der Nähe vom Kamin ist eine junge Halblingsdame, die sich gerade den Kamin anschaut und von der Kleidung und der Ausstattung, die sie dabei trägt, muss sie eine Kaminfegerin sein. Die wahrscheinlich durch Hieronymus angeheuert wurde, doch mal wieder in den Schlot zu fegen. Und am Tresen sitzt eine Frau mittleren Alters, stattlich gebaut, trägt einen geflickten Wappenrock und einen gut polierten Brustpanzer und Helm. Sie scheint wohl eine Gardistin oder ähnliches zu sein und scheint wohl ihre Schicht gerade beendet zu haben. Sehr schicke Rüstung, junge Dame. Die blonde Frau mit dem strengen Blick dreht sich um. Und Hieronymus so, ja, das ist Ines, die ist hier, die patrouilliert hier öfter und eigentlich bewacht sie die Zollbrücke mit den Kollegen, aber die ist immer schlecht drauf nach so einer Nachtschicht. Also. Ich find die gut. Das ist genauso eine Plaudertasche wie ich. Ich mache mir meinen Teller voll in Halblinggröße. Gehe damit zu meinem Platz, gehe dann wieder zurück und mache einen kleinen Teller voll mit gerade Fleisch und ein bisschen Ei und bringe den zu dem etwas grimmig reinschauenden Zwergen mit den freundlichen Worten, bitte, ihr seht so aus, als ob ihr es brauchen könntet. Also du hast ihm da Fleisch draufgepackt und alles drum und dran, oder was? Ja, bisschen Brot noch dazu. Also als du näher kommst, bemerkst du schon, dass dieser Zwerg grüne Kleidung trägt, sehr naturverbunden aussieht und er schaut dich von oben bis unten an, schaut auf den Teller, guckt griesgrämiger.
Also ihr solltet wirklich mehr Gemüse essen. Ich habe vor, Gemüse zu essen. Schaut da. Da liegen auch so Karottenstangen und Sellerie an meinem Teller mit angelehnt. Kleines Zelt gebaut. Also, der Schweinebraten, das ist nicht gut für euch. Ihr müsst lieber den Gemüseeintopf probieren. Der ist sehr gut. Was stimmt denn mit dem Schwein nicht? Das Schwein hatte mal ein schönes Leben. Und es sorgt dafür, dass wir jetzt auch ein schönes Leben haben können und es lecker essen können. Schau mal einen Wolf an dem Blattlutschen sehen. Ja, nachdem ich mit dem fertig war. Ich knurre ganz leise. Also, dann möchtet ihr nicht. Ich versuche, ein Ei zu knacken, zermatsche es aber einfach nur auf dem Tisch. Hieronymus, also der Wirt, beugt sich wieder zurück. Das ist Keldon, das ist der Druide, der in einem nahegelegenen Hain mal gelebt hat. Der hilft jetzt hier im Gemüsegarten aus und macht den Anbau von Obst und Gemüse hier. Er ist hat ein Herz für Tiere, ist eigentlich ganz nett, aber ist halt problematisch, wenn es ums Fleischessen geht. Dem sagen wir am besten dann nicht. Ich komme zu euch zurück, dass wir gestern die Ratten platt gemacht haben. Warum denn nicht? Die Ratten essen doch sein Gemüse weg. Ja, wenn der so tierlieb ist, dann wird er bestimmt nicht wissen, dass die jetzt selber zum Gemüse gehören. Also zumindest so kleinteilig, wie die jetzt sind. Naja. Wie gesagt, der ist halt... Lasst ihn am besten erstmal in Ruhe, der ist schlecht gelaunt. Esst in Ruhe und ja. Gibt es denn einen bestimmten Grund, warum er schlecht gelaunt ist? Wundert euch nicht, dass der Krecken kurz weg ist. Der hat mir geschrieben, er hat gerade ein bisschen technische Probleme. Er lädt gerade nochmal neu. Ja, okay. Da ist er. So. So, wieder zu der Frage von Wolf Shadow. Naja, er hat irgendwie erzählt, dass er aus seinem Hain von irgendwas vertrieben wurde und eigentlich würde er am liebsten dorthin zurückkehren, aber... Was ist denn da los in seinem Hain? Ja, das weiß er auch nicht so recht, aber irgendwas scheint da vor sich zu gehen. Und er sagt, da ist wohl etwas Schlimmes, weswegen er nicht zurück kann. Dann. Was ist denn da Schlimmes passiert, Herr Zwerg? Können mir helfen? Also, wenn es um wilde Tiere geht, dann bin ich Experte. Irgendetwas stimmt mit den Pflanzen da nicht. Das hat nichts mit Tieren zu tun. Also ich habe das Gefühl, dass die Pflanzen da zum Leben erweckt würden und die sind nicht gerade freundlich gesinnt. Also werden die Pflanzen von alleine wach oder tut das jemand machen? Wenn ich das wüsste. Ja, können wir doch mal nachgucken. Auch Pflanzen kann man töten. Ja, rausreißen, Wurzeln ab, Pflanze tot. Oder nicht? Ich stell mir gerade einen Rettich vor, der irgendwelche komischen Witze erzählt, über die man nicht lachen kann. Den würde ich auch ausreißen. Vielleicht kommt er von der Küste, dann ist es ein Meerrettich. Da kann die Frau mit dem Kapitän tun, vielleicht mal was zu sagen. Ne? Habe ich noch keinen gesehen. Siehst keinen du? Lebenden Meerrettich. Aber der ist verdammt scharf. Das Ding ist, wenn wir das machen, tun,
Gäbe es da jemanden, der belohnungstechnisch was an Start bringen könnte? Ich meine, wir haben gerne Unterhalt. Ja, wir hätten gerne 4 Rucksäcke. 4 Rucksäcke? Das sind so Taschen, die man auf den Rücken trägt. Ja, also ich könnte euch Tragekörbe flechten. Also würde ich einen nehmen, passt 4 rein. Ich weiß nicht, praktisch. Körbe und Wölfe sind irgendwie nicht so... Tragekörbe. So auf dem Rücken, nicht über den Maul, Rücken. Ach so, eine Kiepe oder was? Bloß wegen diesem Mädel, das wir letztens getroffen haben mit dem Wein und dem Kuchen. Ja, und der roten Kapuze. Das nimmst du dem Mädchen immer noch übel? Ja. Gott. Die hat einen Cousin von mir den Bauch aufgeschnitten. Ja, das ist furchtbar, das stimmt. Ja, kleinen Mädchen der roten Kapuzen kann man nicht trauen. Das hatte irgendwas mit ihrer Oma zu tun. Also in meinen Kreisen heißt das Jägerlatein. Der soll da auch beteiligt gewesen sein, sagt man. Ist aber nicht wahr. Ja. Aber das mit den Steinen war echt unnötig, also wirklich. Wie auch immer. Geh auch nicht mehr so näher an den Brunnen ran. Nee. Also ich finde jetzt, je nachdem wie gefährlich das ist und wie lange das dauert, 4 geflochtene Körbe, jetzt nicht so verlockend. Vielleicht noch ein paar Rationen obendrauf und ein Zelt. Oh, ich kann euch ein bisschen Gemüse einpacken. Aber haben Sie denn noch was Bares? Also ich meine, nur Bares ist Bares. Nein, ich bin Druide. Ich habe für das so schnöden Mammon nichts übrig. Also, Herr Nachbar, eins müsst ihr mir erklären. Auf der einen Seite geht es hier um Pflanzen, die zum Leben erweckt werden und irgendwie gefährlich sind. Und auf der anderen Seite sollen wir Pflanzen essen? Da ist es doch viel besser, wenn wir Wildbret essen. Ich bin ja schließlich Jäger. Ich jag Rehe, keine Rettiche. Davon abgesehen, dass die Rettiche nicht so schnell laufen. Die schon mal einen Rettich mit Pfeil und Bogen erlegt? Langweilig. Noch nicht, aber es wäre vielleicht vonnöten. Mal was Neues. Aber wenn ihr euch so gut mit Pflanzen auskennt, habt ihr dann vielleicht etwas wie Tränke für uns, die uns helfen könnten? Auf lange Sicht gesehen? Und vom Tresen hört ihr von der etwas grimmig guckenden Frau, Schnaps hilft immer. Das stimmt. Bester Trank. Das ist richtig, ja. Schön schnäppernd. Man könnte den Rettich auch einlegen in Schnaps, dann hätte man Schnapsrettich. Aber 2 sind besser, weil auf einer Flosse kann man nicht stehen. Schnaps, also das sollte vielleicht auch noch, also aber ihr müsst ja erstmal hin und gucken, um was es überhaupt geht. Wie weit weg ist das eigentlich? Das ist Richtung Klimmerhof. Da müsst ihr über die Brücke. Ja, macht ja nichts. Das ist schon 1,5 Tage bis zur Brücke und dann nochmal 1,5 Tage, also 3 Tage werdet ihr schon unterwegs. Die arme Frau muss 1,5 Tage laufen, um zu ihrer Arbeit zu kommen? Ich patrouilliere nur die Handelsroute. Ich halte mich von der Brücke fern. Da ist irgendwas nicht richtig. Hier ist überall irgendwas nicht richtig. Was ist denn jetzt irgendwie bei der Brücke falsch? Was stimmt denn jetzt schon wieder mit der Brücke nicht? Ja. Also, des Nachts, da höre ich immer Geräusche von unter der Brücke. Das ist mir nicht geheuer. Seit den letzten Tagen sind da Geräusche unter der Brücke. Und da habe ich gesagt, nee, wer weiß, was das ist. Vielleicht Troll. Wenn der Troll ist, können wir den kaputt machen. Was denn für Geräusche? Wenn das nur so Gurgel, Gurgel, Gurgel ist, dann ist es das Wasser, was da drunter durchfließt. Ich habe lang genug an der Brücke den Zoll einkassiert. Und da ist nicht Gurgel, Gurgel, Gurgel. Ich höre ein Grunzen, ein Schnarchen und ein schabendes Geräusch und das Holzknarren. Wildschwein. Ein Grunzen. So kommen wir alt vom Meerrettich zum Meerschweinchen. Ich sehe das schon. Aber das ist doch ganz gut. Dann haben wir auf dem Weg, können wir gleich 2 Sachen machen. Einmal Brücke,
einmal hier das Dickicht. Ja, und wer bezahlt uns für die Brücke? Gucken wir mal, finden wir schon wenn, wen. Wenn da ist tatsächlich die Zollbrücke. Ja, wenn da mehr Schweine drunter sind, dann können wir die mitnehmen und verkaufen. Und dann machen wir da... Ich kann da Schnitzel rausmachen. Die können wir dann... Ne? Na, aber mal, aber kleine dann. Schnitzel. Wir machen gerade die Arbeit dieser guten Dame. Das sollte uns schon ordentlich bezahlen dafür, dass wir eigentlich ihre Arbeit machen, oder nicht? Kinder, was seid ihr denn für Helden? Also ich finde, wir sollten das tun. Aber Helden, ja. ohne Zelt und ohne Geld ist auch nichts wert. Ohne Zelt und ohne Geld gehört dir bald die ganze Welt. So heißt das Sprichwort. Das finde also, ich total gut, das merke ich mir. Da gehen wir jetzt los und dann machen wir, und da kommt schon was bei raus. Gut, etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Ihr könnt an der Zollbrücke redet mit Gustav, dem Wärter. Das ist mein Kollege. Sagt, Ines schickt euch. Ihr wollt da in der Sache auf den Grund gehen, dann lässt er euch auf jeden Fall im Zollschuppen übernachten. Dann braucht ihr kein Zelt. Na, guck mal. Ist der dem Schnaps auch so zugetan wie ihr? Das. Herr Gustav, nein. Ja, der Gustav, immer du, nein. Das ist vorrangig. Dann machen wir uns auf den Weg. Nach dem Frühstück. Ja. Wenn wir das Geheimnis wuppen, übernachten wir im Schuppen. Ja. Klingt gut. Machst du meinen Job? Klingt besser, als wenn ich das tue. Nee. Ich stehe hinten und schieße Pfeile. Dann klaue ich dir deine Sprüche. Ne? Du stehst vorne und schießt die Pointen ab. Pointen? Was hast du gesagt? Ja, sowas in der Art. Mal schön vorsichtig hier. Ich stehe mal ruckartig vom Tisch auf und sage, so, dann können wir ja los jetzt. Und marschiere so Richtung Tür, so als ob ich einfach durch die Wand laufen will. Dem Herr Ritter damit. Steht der Bürzel, glaube ich. Aber so, wir gehen jetzt dann auch mal los. Hieronymus, packt euch noch das Frühstück ein, dann habt ihr zumindest eine Wegmahlzeit für den morgendlichen Weg. Die Regeln für die Reise. Wir sind ja noch dabei, Dragonbane hier zu lernen, gemeinsam mit euch und so machen wir das. Natürlich dem Chat. Wir spielen ja ein Free-League-Spiel, das bedeutet, der Tag ist in Shifts eingeteilt. Ein Shift geht 6 Stunden, das heißt, der Tag hat 4 Shifts. Und wir haben ja schon gehört, dass wir 1,5 Tage bis zur Zollbrücke brauchen. Ihr könnt 15 Kilometer pro Shift zu Fuß zurücklegen. Ihr könnt auch einen Marsch forcieren. Dann seid ihr schneller, aber kommt dann halt auch, kriegt die Exhausted Condition. Seid also erschöpft und müsst dann auch erstmal diese Condition loswerden. Aber ihr seid ja nicht in Eile. Eben. Ja. Dann brauchen wir halt 1,5 Tage. Das Gute ist, ihr reist an einer gut ausgebauten Handelsstraße entlang. Das bedeutet, ihr benötigt keine Pathfinder-Würfel, weil ihr euch nicht durchs Dickicht schlagt. Wo wir wieder bei Pathfinder wären. Aber eine andere Art von Pathfinder. Ey, wir haben einen Jäger dabei. Ich hätte das locker flockig hingekriegt. Locker flockig. Da kommen wir später zu, ob du sowas locker flockig hinkriegst. Denn wir werden uns erstmal auf Reise begeben, um zu schauen, was denn so auf dieser Reise passiert.
Ich werde einfach mal einen Wurf würfeln. Zufallstabelle! Zufallstabelle. Ein das großer ist ein grüner Drache schöner, setzt sich auf euren Kopf. Es ist ein schöner, warmer Tag. Und in eurer ersten Shift kommt ihr ohne Probleme gut voran. Ihr seid vom Frühstück gut gestärkt und euch begegnet nicht wirklich etwas. Also mal hier und dort seht ihr ein Eichhörnchen am Wegesrand vielleicht oder Vögel, die über euch hinwegziehen, aber nichts Bemerkenswertes. Ne? Aber ihr könnt die Zeit natürlich immer für Rollenspielmomente nutzen, weil ansonsten ist das immer nur ein langweiliges, oh, was passiert? Oh, ne? Also dementsprechend. Aber im Moment. Was macht ihr denn? Da ich ein junges, verspieltes Wölfchen ja noch bin, schnappe ich immer mal nach so einem Vogel. Ich springe immer mal so in die Luft und schnappe mal nach so einem Vogel und freue mich meines Lebens. Frau Brine, würdet ihr uns ein Liedchen kredenzen? So, das hatte ich vorgehabt. Ja, genau. Ne? Also das Wandern ist das Erpelslust. Richtig. Das macht ihr gerne mit Verdruss. Die Füße, die tun ihm schon weh. Er schwämme lieber doch im See. Das stimmt. Sehr schön. Viel Wahrheit liegt in diesem Lied. Ja, ihr habt die ersten 15 Kilometer hinter euch gebracht. Das ging ganz gut. Ihr seid in einem anständigen, normalen Tempo gegangen. Nichts, was euch anstrengt. Und ihr begebt euch quasi in die zweite Shift. Und ebenso wie die erste ist diese doch tatsächlich auch sehr ereignislos. Ist doch schön. Ist da denn viel Verkehr so auf der Straße? Ich meine, oder? Es ist Verkehr, aber euch kommen nicht wirklich Leute entgegen. Aber ihr seht tatsächlich Spuren von Wägen, auch mal Pferdespuren und Fußspuren. Also es gibt Verkehr hier auf der Straße. Ich denke gerade darüber nach, warum die Gardistin sich volllaufen lassen muss. Also wenn das so langweilig ist, dann hat sie wahrscheinlich nichts anderes zu tun. Naja, sie hat die Nachtschicht gehabt. Wahrscheinlich war... Wahrscheinlich konnte sie vor lauter Grunzen und Schnarchen unter der Brücke nicht selber schlafen. Sie macht sich halt Sorgen um ihre Brücke. Das ist doch auch... Stellt euch mal vor, jemand klaut die Brücke. Wer soll eine Brücke klauen? Weil Brückendiebe. Tu nicht gut. Eine Brücke. Zahnärzte. Ach so. Ja, das macht natürlich Sinn, dass Zahnärzte eine Brücke klauen. Vielleicht brauchen die die irgendwo anders. Dann sage ich, aber dann gibt es bei mir nichts zu holen und zeig so mein strahlend weißes Raumtiergebiss. Ja, hoffentlich. Auch du wirst irgendwann älter. Irgendwann kommst du in das Alter. Ich hatte ja gerade erst Zahnwechsel. In Anbetracht der Tatsache, dass ich ja wahrscheinlich hier der Älteste in dieser Reisegruppe bin. Ja, sie hat recht. Ja, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Ich weiß, wovon ich rede. Aber ich glaube, also, so eine Brücke ist nicht gemeint. Also. Nix los. Ich bin mal in einem kleinen Dorf einem Zahnreißer begegnet. Ich kann euch sagen. Das ist unangenehm, glaube ich. Ja, das war dem total unangenehm. Ne? Also der wollte mit seinem Messer in meinem Mund rumpulen und ich habe dann mit meinem Messer woanders rumgepult. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe mir den Namen irgendwo aufgeschrieben in meinem schlauen Buch. Günther. Günther. Nee, nein. Antonius der Zahnreißer. Ja. Ja, wer so einen Namen hat, wundert mich nicht. Nee, ne?
Und als du ich bin doch nie so lange gewandert. Als du Antonius den Zahnreißer erwähnst, hörst du aus dem Gebüsch, was? Den kenne ich auch! Und aus dem Gebüsch stolpern 4 ungewaschene Typen. Und einer von denen, so ein rattengesichtiges Wiesel mit einem schmierigen Lächeln, das die 2 Zähne hervorragend zeigt, die er noch im Gebiss hat, schaut dich an. Ja, Antonius ist der Zahnreißer. Das ist mein Vetter. Der hat für mein Lächeln gesorgt. Den würde ich verklagen. Ja. Naja. Familie hin, Familie her. Sowas geht nicht. Also echt jetzt mal. Wie kann der dich denn so rumlaufen lassen? Nun ja, ich sag mal so. Was sagt denn deine Mutter dazu? Um jemanden zu verklagen, brauche ich ja erstmal, muss ich ja erstmal jemanden bezahlen, der das Verklagen übernimmt. Also her mit eurem Geld! Und sie zücken die Schwerter und es stellt sich heraus, es sind 4 Banditen, die euch umstellen. Das war fast und erwartbar. Was ein Zufall. Jetzt weiß ich auch, warum die Gardistin hier gerade rumläuft. Was ist denn das für ein Benehmen? Nun ja, mein edler Herr, ihr müsst ja bedenken, von nichts kommt nichts. Und ihr seid seit längerer Zeit wieder eine Gruppe an Leuten, die hier vorbeikommt. Weiß deine Mutter, was du hier tust? Schon mal überlegt, euch einen anderen Platz zu suchen, denn wir die Ersten sind seit einiger Zeit, die hier vorbeikommen. Oder was anderes machen, vielleicht Leuten helfen und arbeiten? Ich finde, Augen auf bei der Berufswahl. Das ist also ernsthaft. Das, Einfach mal umsatteln. Oder ihr könnt mit uns kommen. Ja. Wir wollen das Geheimnis der Brücke lösen und dann Rettiche erschlagen. Gegen gutes Geld. Mehr dann könnt ihr, genau. Dann könnt ihr arbeiten und verdient noch was dabei. Und dann kannst du dir auch vielleicht gute Dritte leisten. Hier. Oh. Ja. So welche wie also, meine. Ein paar Aktien. Wir haben ehrliche Arbeit. Wir sind Banditen, wir überfallen euch. Das ist keine ehrliche Arbeit. Nee. Aber wir sind doch ehrlich zu euch und sagen euch, dass wir euch überfallen. Da hat er wieder recht. Also, aber er macht uns nichts vor. Er kommt da raus, er sagt nicht, haho, ich bin eigentlich netter und am Ende haut er uns. Er kam raus und hat von Anfang an gesagt, hallo, ich bin Bandit und ich möchte euch. Das ist eine ordentliche Geschäftsbeziehung. Leider muss ich Ihnen sagen, dass ich an diesem Geschäft nicht teilnehmen möchte. Das Problem ist, er will ja jemanden verklagen. Er will uns ja ausrauben, damit er Geld hat, damit er den Zahnreißer verklagen kann. Deswegen der sein Bruder ist. Ja, nein, sein Cousin. Nee, sein Cousin. Sein Cousin. Wäre es doch viel einfacher, wenn er irgendwo einen Anwalt entführt, anstatt uns hier auszurauben. Er soll einen Anwalt entführen, dann hat er gleich einen, der ihm beim Verklagen hilft. Hört Möchte auf jetzt Ort. Jemand hier mal seine Waffe ziehen oder wie sieht's aus? Kann ich nicht. Ich habe nur einen Bogen. Ist auch eine Waffe. Das sieht jetzt doof aus. Ich könnte ihm einen Pfeil ins Auge pieken, aber das ist, glaube ich, jetzt nicht Sinn der Sache. Möchtet ihr jetzt kloppen oder was? Ja, wenn ihr uns kein Geld gebt, dann müssen wir euch wehtun. Andersrum, wir tun euch weh, wenn ihr versucht, uns das Geld abzunehmen. Also, das wird nicht gut für euch enden. Ich kann euch das nicht empfehlen. Hör mal, wir sind die Rattensmasher vom Bürzel. Rattensmasher. Wir haben deine Kinder getötet. Was? Und im Ernst, wenn du dich mal anguckst. Ja, das war ziemlich, wir haben deinen König getroffen. Ja. Kurze Prozess. Aber nur einmal. Können wir jetzt dafür bitte hauen? Also richtig getroffen. Also, entweder gibt mir jetzt jemand ein... Also, ihr wollt sie überzeugen, dass das keine gute Idee ist. Noch hat mich keiner beleidigt. Ich will sie hauen. Aber Wolf Shadow, du kannst doch nicht einfach Leute verhauen. Wie hieß er noch gleich? Antonius. Der Zahnreißer. Er hat noch keinen Namen genannt. Okay, also ein Namenloser.
Cousin von Antonius. Also. Ich habe ihn auf der Liste, ich kann ihn umhauen. Also im Ernst, glaubst du, ich bin doof, dass ich hier irgendwie jedem dahergelaufenen mein Geld geben würde? Ja. Was? Tu es nicht. Was? Was hast du gesagt? Ich glaube, er hat euch beleidigt. Das ist alles vorbei. Ja. Er hat gesagt, du bist doof. Ich greife ihn an. Genau, du darfst. Und ich stürme hinterher. Wir ziehen Initiative. Für die das erste Mal zugucken, Initiative wird hier in dem Fall mit Karten gezogen. Die niedrigste Nummer fängt an, die höchste ist als letztes dran. Ich ziehe für die Banditen eine Karte und für den Rest der Spielerschaft ebenfalls eine Karte. Die Banditen agieren zusammen und die Spieler agieren einzeln. Ich ziehe für die Banditen eine 2. Die 2 gezogen. Hm? Ja. Hm? Zwei, und ja. Niedrig fängt an, war so, ne? Niedrig fängt an, ja. Ich ziehe mal beginnend im Uhrzeigersinn für Sir Hackleswell. Die 4. Ich ziehe für Brine eine 6. Junge, Junge. Alle ganz schön fix. Ich ziehe für Urt die 3. Und für Wolfshadow die 10. Die 1 war dabei, aber nicht in der richtigen Position. Also, die angesagte Nummer bestimmt die Zugreihenfolge. Jede Runde könnt ihr euch bewegen und eine Aktion ausführen. Wenn ihr eine Aktion gemacht habt, wird die Karte umgedreht, dann seid ihr nicht mehr dran. Bedenkt bitte, das gilt auch für Reaktionen. Wenn ihr einem Angriff ausweicht oder einen Angriff pariert, ist das eine quasi Aktion und eure Karte wird umgedreht und ihr könnt in diesem Zug nicht mehr agieren. Na? Ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Gestehst du mir zu, dass das, was ich da gerade eben gemacht habe, ill-tempered gewesen ist? Dann würde ich das gerne noch quasi. Ja, dann kannst du als ill-tempered zählen. Hau ich die 3 Willenskraftpunkte raus und gebe mir den Zustand angry. Ja. Die Banditen sind als Erste am Zug. Der rattengesichtige Lump grinst sich natürlich ein, weil er geschafft hat, was er wollte. Er wollte euch etwas aus der Fassung bringen. Das hat er mit Sir Hackleswell geschafft. Und er würde auch versuchen, auf den heranstürmenden Sir Hackleswell mit seinem Schwert einzuschlagen. Er trägt ein Kurzschwert und er würde treffen. Ja, gib her. Du möchtest den, ja, das ist Short Sword, macht 1d10. Das wären 8 Schaden. Dann bekomme ich 3 Punkte Schaden. Ja. Das war jener welcher. Weiter hinten steht einer mit einem Kurzbogen, der auf Brine anlegt. Da kann ich meinen Guardian nicht für anwenden, ne? Nee, der steht ja nicht an uns dran. Ja, alles genau. Gut. Der würde auch treffen. Gut. Wie viel macht er? Okay, du möchtest Schaden, dann kriegst ich du Schaden. Ich nehme den Schaden. Der Schabow. 2 Schaden. Boah, verkraftbar. Der Pfeil saust und trifft dich an der Schulter, allerdings nur ein Streifschuss. Ein weiterer würde sich der freudigen Begegnung von Wolfshadow schon in den Weg stellen. Mit seinem Kurzschwert. Nee. Mit. Vergiss es! Ich gebe dir einen Willenskraftpunkt aus, der greift mich an. Okay, macht dann. Du stürmst quasi so dazwischen.
Er würde treffen. Nimmt er. 6 Punkte Schaden. Ja, also einen. Ah, okay, alles klar. Und der letzte würde mit dem Bogen auf Urt zielen. Der trifft auch. So. Möchtest du ausweichen oder möchtest du den Schaden einstecken? Ich steck den ein. Der ist auf Kippe. Das sind 4 Schaden. Wir müssen jetzt einfach beim Angriff unter unseres würfeln, ne? Das ist ja genau, ihr müsst unter euren Skill würfeln, den ihr für das Angreifen benötigt. Bei dir ist das wahrscheinlich Hammer. Du bist ja auch dran. Ich würfel ja jetzt mit, der Angriff ist ja auch ein Skillwurf, ne? Der Angriff ist ein Skillwurf, genau. Da würfel ich ja jetzt immer mit Vorteil, das ist ja schön, weil ich wütend bin. Nicht schlau, aber wütend. Ja, Entschuldigung, ja. Eine 19 und eine 1. Dann hast du erstens einen Dragon gewürfelt. Ja. Das heißt, du machst dir ein Häkchen auf Hammers. Ja, geht gut los. Und du darfst jetzt entscheiden. Du hast ja einen, deine Waffe ist ein Warhammer. Ein Warhammer. Ich mache 2W6 Schaden. Ja. Da mache ich 4W6 draus. Okay, du verdoppelst den Schaden. Alles klar. 4W6 plus 1W6. Ich wollte gerade sagen, denk an deinen. Der kommt ja hinterher. Ja. Ich würde gerne die Kamera drauf, aber ich habe 3 Sechsen gewürfelt. 3 Sechsen, okay. Eine 4 und eine 3. Dann geht da hin, der Bandit. Das war der Bandit, der Wolf Shadow angreifen wollte? Oder, nee, das war der mich beleidigt hat. Der Rattengesichtige. Hat. Ja, alles der klar. Rattengesichtige. Dann erzähl mir doch bitte, wie du ihn in Grund und Boden stampfst. Ich renne auf ihn zu, weil ich total sauer bin. Man hört noch dieses Pat-Pat-Pat-Pat-Pat-Pat-Pat von meinen Entenfüßen auf dem Boden mit sehr hoher Frequenz. Kurz bevor ich bei ihm bin, springe ich hoch mit den Füßen ins Gesicht, er fällt hin und dann stehe ich oben hin, niemand nennt mich dumm! Und hau ihn mit dem Hammer tatsächlich ins Gesicht. Ja, die letzten beiden Zähne, die er noch im Gesicht verblieben hatte, sind pulverisiert. Das Gesicht hat ein schiefes Grinsen, eine zusammengedrückte, blutverschmierte Nase. Er hat das Schielen angefangen, das so schnell nicht mehr aufhören wird. Und der wird auch so schnell nicht mehr aufstehen. Ja. Es ist ein sehr illustres, lustiges Bild dabei rumgekommen. Urt. Ich hau ihm doch mit der Fußflosse so. Patsch, patsch. Hackenswell wins. Fatality. Flawless victory. Finish him. Ja. Der Urt möchte seine Initiative gerne mit Wolf Shadow tauschen. Alles klar. Was darfst du tun? Dann ist Wolf Shadow dran. Das ist aber nett. Ich habe schon so hinten dran. Ja, ich war. Erstens weiß ich das und zweitens spekuliere ich da drauf, dass wenn ich dran bin, keiner mehr übrig ist. Ah, okay. Ja, Wolf Shadow, was tust du? Ich würde der mich ja versucht hat anzugreifen, mit meinem Krummsäbel mal trittieren. Weil mit voller Wucht draufhauen halt, ne? Was war, wenn man genau das würfelt? Essentreffer. Ich wollte gerade sagen, da Tigerdrache mich nochmal darauf hingewiesen hat, unter oder gleich ist ein Treffer. Ja, sehr schön, dann treffe ich tatsächlich. Dann mach Schaden. Du hast den Scimitar, ne? Das ist 2W6. Ja. 2W6. Plus dein Stärke-Bonus. Mein Stärke-Bonus?
Damage-Bonus. Du hast ja den Damage-Bonus Stärke. Plus 4. Also nicht plus 4, sondern plus ein W4. Also plus ein W4. Ein W4. Dann kommt der noch dazu, dann sind das 10. 10, alles klar. Der Bandit kassiert einen ordentlichen Hieb von dir mit dem Krummsäbel und taumelt so ein bisschen, aber er steht definitiv noch. Aber er hat einen riesen Schnitt über die Brust. Sein Schultergurt fällt nach unten und den Köcher, den er dabei hatte, der fällt halt auch schon auf den Boden. Und ja, das war dein Zug. Brine. Ich zücke meine Flöte und stelle mich, so, also die sind ja um mich drumherum, meine zwei besten Männer. Mhm. Und fange tatsächlich an, ein Lied zu trällern, um die beiden zu unterstützen mit Musician. Mit Musician, alles klar. Das heißt, ihr dürft, wenn gleich noch jemand steht, mit Vorteil Skills würfeln. Das darf Sir Hacklesswell sowieso, weil der wütend ist. Aber dann... Weil er wütend ist. Weil er wütend ist. Ich bin so wütend. Das ist der geilste Skill ever. Da stehen noch zwei Bogenschützen und der Angeschlagene vor Wolf Shadow. Gib sie ihm Urt! Ich nehme einen von den Bogenschützen. Fernduell. Bogenschütze gegen Bogenschütze. Ha! Alles klar, dann Feuer. Dann Feuer mit 3W20 dann, oder wie geht das? Nee, nur 2W20. 2W20. Und der bessere zählt, oder? Hm? Ja, der genau. Bessere zählt, ja. Eine 3 und eine 19. Dann zählt die 3, da triffst du. Du hast ein Longbow, ne? Das macht 1W12 Schaden. Hui, hui, hui. 1W12. Und ich habe auch noch diesen Damage-Bonus vom W4. Genau. Bei, dein Agility, ne? Genau, Damage-Bonus. Agility ist es, ja. Ja. Wo ist denn der Vierer? Da ist der Vierer. Das sind 4 und 1. 5. 5. Ja, immerhin. Du triffst ihn in die Hüfte. Das tut weh. Aber es ist jetzt nichts, was ihn schwer beeinträchtigen würde. Das war die aktuelle Initiative-Runde. Dann sind die dran. Ziehe neu. Nein, es wird neu gezogen. Nee. Stimmt. Die Runde neu gemischt. Euer Chef ist tot. Wollt ihr nicht lieber flüchten, ihr Hasen? Könnt ihr nicht rechnen? 4 minus 3. Die bye Banditen. Bye. Die Banditen haben eine 3. Sir Hackleswell hat die 4. Sind wieder eins vor mir dran. Brine hat eine 10. Urt hat die 5. Komm schon. Und die 2. Wolf Shadow hat die 2. Yeah. Wolf Shadow, du bist dran. Ich schlenze weiter mit meinem... Der Typ vor dir hustet und blutet aus dem letzten Loch. Ja. Wolf Shadow, fass! Zählt eigentlich der Vorteil noch? Es bist du ja. Meine Runde? Okay, dann bist du wieder dran bist, genau. Ja. Dann ist gut. Was ist das für ein Vorteil? Entschuldigung. Du würfelst 2W20 und nimmst den besseren. Und sehr schön. Den mit dem niedrigeren Wert. Ja, wären beide gegangen. Eine 5 und eine 12, ja. Ja, dann triffst du und machst wieder ein W10 plus, nee, Quatsch. 2W6. Plus ein D4, oder genau, ein D4 Schaden. Ich weiß nicht, ob ich mal falsch, aber gibt es hier nicht auch diesen dramatischen Erfolg, wenn man so und so viel drunter ist? War das hier oder bin ich beim falschen Spiel? Nee, du hast, wenn du eine 1 würfelst 10. Und dann kannst du dir aussuchen, wie du das mit dem. Ah, okay. Also, du machst, sag du mir einfach, wie du ihn erledigst. Also, der steht schon quasi ohne Hose vor dir, weil du ihm den Gürtel durchsenst hast.
blutet aus der Brust und mit dem nächsten Schlag, du bist so schnell, das sieht er nicht kommen. Ja, mit meinen Wolfsreflexen, ja. Wirbel ich sozusagen auf ihn zu und schlänze ihm einmal meinen Krummsäbel quer durchs Gesicht und knurre ihn dabei nochmal gefährlich an und sage, geht das nächste Mal zu einem gescheiten Zahnarzt. Und sein Gesicht ziert jetzt eine große Narbe. Das Blut läuft ihm so ein bisschen herunter und er fällt einfach sackend auf die Seite zusammen. Das war dein Zug. Die beiden Bogenschützen werfen die Waffen weg, nehmen die Beine in die Hand und hauen ab. Bye bye. Ich versuche sie so zu verfolgen mit meinem Krummsäbel. Nein, renn nicht weg! Wir waren doch noch gar nicht fertig! Wir haben doch erst angefangen! Man sieht eine Ente und einen Wolf nebeneinander herrennen mit erhobenen Waffen. Menno! Wolfshadow, bei Fuß! Ich winsel so ein bisschen vor mich hin. Für Hackleswell, Trockenbrot gibt's hier hinten. Och, Menno! Mit hängenden Ohren wieder zurück. So. Ich meine, der Rackenbesichtige wollte zwar Geld von uns haben, aber vielleicht hat er ja auch was dabei gehabt. Komm, wir durchsuchen den Brine. Komm. Ja, nimmst du die Ratte? Ich nehme das andere. Ich nehme die Ratte. Das war doch ein Wiesel, oder? Ja, Rattenwiesel. Wieselratte. Wiesel, alles das Gleiche. Egal. Lass die beiden mal grasen gehen. Der hat mich dumm genannt. Hat der eine Tasche dabei? Oder einen Rucksack? Vielleicht hat er noch was im Gebüsch. Wolfshadow, geh doch mal im Gebüsch gucken. Vielleicht ist da noch Zubehör. Ich dachte, Gebüsch ist dein Ding. Ich habe zwei Karten gezogen für Schätze. Ah. Und 50 Kupfermünzen bei dem einen und 2 Silbermünzen bei dem anderen. Ich nehme das Kurzschwert. Du sonst kannst dir ein Kurzschwert. Also es sind 2 Kurzschwerter und ein Bogen und ein Köcher. Ja. Habe ich schon. Also aber ich guck mal, was der für Schuhe anhat. Ich nehme den Bogen tatsächlich Schuhe noch mit. Brauchen. Und gehen die Kurzschwerter beide. Das geht, habe ich noch. Mein Inventory kriegt das hin. Gilt ein Kurzschwert als Dolch für mich? Nein. Dann, da ich sowieso nicht rechnen kann, ein Silber reicht mir völlig. Den Rest teilt den gerne unter euch auf. Haben die einen Beutel dabei, eine Tasche, irgendwas? Tatsächlich nur den Beutel mit dem Kleingeld drin. Also. Okay. Keiner von denen trägt einen Rucksack. So einfach mache ich es euch nicht. Hätte sein können. Wäre ja auch zu schön. Es wird eines der seltensten Items dieser Welt. Bis wir sie gekauft haben, ab dann haben alle Rucksäcke. Genau. Aber willst du nicht vielleicht doch die Pfeile mitnehmen, Ort? Sicher ist sicher. Mehr Pfeile haben ist immer gut. Ich weiß nicht. Ich glaube, Pfeile spielen so nicht die Rolle, ne? Glaube Solange du einen Köcher hast, geht man davon aus, dass der ja immer voll ist. Ah. Oh. Ja. Einen Pfeil habe ich zerschossen, stecke ich mir einen neuen wieder rein. Voll! Also, Urt, du hast ja nach Stiefeln geschaut. Also, das, was die tragen an Schuhwerk, ist so zerlaufen. Das würdest du nicht freiwillig anziehen wollen. Mann, die hätten sich echt einen anderen Job suchen sollen. Ja. Die hätten sich ein bisschen mehr Mühe geben können, finde ich. Die hätten aber auch im Garten arbeiten können, bei dem Druiden. Ey, wenn der jemand verklagen wollte wegen den Zähnen, dann hätte ich erstmal meinen Schneider verklagt und vielleicht irgendwie meinen Friseur, aber doch nicht wegen den Zähnen, so wie die aussehen. Jetzt hat er mit den Zähnen aber auch kein Problem mehr. Nee, irgendwie nicht. Sind die jetzt tot? Oder? Ich bin am Überlegen, ob wir die... Ob wir sie noch brauchen? Ich finde es eigentlich witziger, wenn sie nicht tot sind. Dann werden die gefesselt und bei der Zollstation als Gefangene der Polizei übergeben.
Ja, aber wer soll die denn tragen? Die können wir schön selber laufen. Und genau, denken, wir machen hier auf ihren zerlumpten Schuhen. Wir machen hier eine Rast und dann kommen die ja wieder zu sich. Genau, weil ihr müsst sowieso entweder zieht ihr jetzt durch oder ihr macht jetzt eine Rast, weil ihr seid in eurer dritten Stretch jetzt aktuell und es ist Abend, also es hat ja eben schon gedämmert, jetzt ist es dunkel. Ja, dann machen wir hier Dann machen wir da Rast. Ja. Dann kommen wir zu einem spaßigen kleinen... Und wir stellen natürlich Wachen auf, wie sich das gehört. Ja, ja, Moment, Moment. Wir kommen jetzt zu den Regeln für Making Camp. Ihr müsst mindestens eine Shift pro Tag schlafen, um dem Schlafmangel zu entgehen. In der Wildnis muss jeder Charakter einen Bushcraft-Wurf machen, um einen geeigneten Schlafplatz zu finden. Jeder ohne Schlafpelz, also ohne Sleeping Fur, bekommt einen Bane auf den Wurf. Das heißt, er würfelt mit 2W20 und nimmt den schlechteren Wert. Wenn das schief geht, zählt diese Shift nicht als Schlaf und kann auch nicht als Shift Rest benutzt werden. Also ihr bekommt dann keine Lebenspunkte zurück. Ein Zelt würde einen Vorteil geben, wenn man ein Camp macht. Ihr habt aber kein Zelt. Haben wir echt nicht mal sowas wie eine Schlafrolle oder sowas? Ich habe einen Schlafsack. Nö. Ah, du hast einen Schlafsack. Mit einem Schlafsack, warte. Der Schlafsack, ja, ich komme noch aus dem Wald. Meinst du, ich bin irgendwie völlig schlafsacklos durch den Wald getigert? Also ich bin Wolf. Hätte ich das gewusst, hätte ich versucht. Hätte ich das gewusst, hätte ich versucht, bei der letzten Stelle noch eine Decke oder sowas. Ich wollte euch erstmal ein bisschen auflaufen lassen. Nee, ist das völlig in Ordnung. Man könnte Angst. Ja darüber nachdenken, wo die Banditen genächtigt haben. Vielleicht haben die ja tatsächlich irgendwo geschlafen haben. Ne? Die müssen ja irgendwo gepennt haben. Wir machen das einfach mal so. Ihr habt ja einen geneigten und ich sag mal ausgiebig geschulten Jäger dabei. Dieser kann für euch jetzt einfach mal versuchen mit einem Bushcraft Roll. Mach mal einen Wurf mit Bushcraft Roll, Urt. Ob du den Schlafplatz der Schurken und Banditen findest. Kann man ihm da irgendwie helfen? Wenn ich jetzt den Würfel rolle, glaube ich, fliegt er vom Tisch. Okay, dann nicht. Gut. Katze. Eine 11. Und was habe ich? 12. Hervorragend. Du kannst tatsächlich dem Weg ins Gebüsch folgen und findest ein schlecht gemachtes Lager von den Banditen. Dort findest du ein glimmendes Lagerfeuer. Die haben wahrscheinlich gerade erst versucht, sich ein Feuer zu machen, haben dann gemerkt, oh, da kommt jemand, vielleicht können wir da jetzt gerade ein schnelles Geschäft machen. Und es sieht so aus, als ob die beiden Bogenschützen sich ihre Sachen geschnappt haben und damit abgehauen sind. Also ihr findet zwei Schlafpelze, also Sleeping Furs. Und ihr findet Feuerholz und tatsächlich ein paar Pilze, die sich scheinbar zu essen machen wollten. Und ein Fisch. Ja. Natürlich die Damen. Ja.
die Damen dürfen dürfen die Pelze nehmen. Ja, also ne, ich finde zwar jetzt, dass das Schlafzimmer von den Banditen genauso abgewrackt aussieht wie die Banditen selbst, aber das soll uns ja jetzt nicht stören, oder? Ich finde das ganz hervorragend. Ich könnte zur Not, könnte ich uns auch alle Nasenklammern bauen. Ich hätte eher Angst vor Flöhen, also ich meine... Möchtest du dann das Schlaffell nicht? Ja, nicht. Dann nehme ich das. Ja, aber die Flöhe würden sich bei dir doch wie zu Hause fühlen, oder nicht? Das ist ja das Problem. Das ist doch genau das Problem. Entschuldigung, sie hat ja wahrscheinlich, sie kommt ja vom Schiff, sie hat dann wahrscheinlich Wasserflöhe. Also, der Vorteil ist jetzt, den ihr habt, ihr seid 4 Leute und wenn ihr Wachen aufstellen wollt, stimmt. Jeder muss eine Shift schlafen. Das heißt, ihr könnt 2 Shifts aufbringen. Das heißt, 2 Leute schlafen, können die Sleeping Pelts benutzen. Ja, hervorragend. Und die 2 anderen können andere Dinge machen. Einer kann Wache halten, einer kann jagen gehen, fischen, gucken, ob er Beeren oder Pilze sammelt, aber ihr habt ja welche da vor Ort, oder kochen. Da ich nichts davon kann, mache ich das mit dem Schlafen. Ich kann leider auch nichts davon. Ich kann fischen gehen, wenn wir irgendwo in der Nähe einen Fluss haben. Da in der Nähe eine Brücke ja irgendwann kommt und die Banditen einen Fisch haben, ist auch nicht allzu weit weg ein Fluss. Gut, dann könnte ich ja tatsächlich, anstatt als erstes zu schlafen, fischen gehen. Also macht im Prinzip jeder von uns eine Bushcraft-Probe erstmal für die 2 Schichten wegen Schlafen. Ist das richtig? Genau. Die Bushcraft-Probe dann dadurch, dass jeder in seiner Schicht die Sleeping Pelts benutzen kann, ohne Bane, also ganz normal. Und ich habe es ganz genau auf den Punkt geschafft. Ich habe eine 5 gewürfelt. Ach, du bist da auch so gut drin. Ja. Dito. Ach, ich habe es nicht geschafft. Dito. Der Jäger läuft gegen den nächsten Baum. Du hast eine 20 gewürfelt? Nein, aber eine 13, wo ich 12 habe. Du kannst, also ihr denkt dran, ihr könnt euren Wurf pushen. Ihr nehmt eine Condition und könnt den Wurf wiederholen. Ich habe geschlafen. Da ich der Einzige bin, der die Probe geschafft habe, schlafe ich wahrscheinlich beide Schichten durch. Ich habe keinen Schaden, von dem her. Schnarchend. Deswegen können die anderen auch nicht schlafen. Also ich würde die Condition Exhausted auf mich nehmen und dann nochmal versuchen. Alles klar. Nein. Und was passiert, wenn ich nicht schlafe? Wenn du nicht schläfst, bekommst du halt keinen Lebenspunkte zurück und auch baust keine Conditions ab. Ja gut, das ist mir relativ wurscht, habe ich weder noch. Na? Dann ist es mir egal. Wie viel bekomme ich denn dann wieder dafür, dass ich geschlafen habe? So, warte. Healing and Resting. Du hast einen Shift Rest gemacht. Das braucht eine volle Runde. Während einer Shift Rest recoverst du alle Lebenspunkte und alle Willpower. Das ist eine Menge. Und heilst alle Conditions. Okay. Das heißt, ich bin nicht mehr wütend, wenn ich wach werde. Du bist nicht mehr wütend. Sleep Deprivation, also Schlafentzug. Nach 3 Shifts ohne Schlaf
kannst du nicht länger Willenskraft, also Willpower oder Conditions heilen. Du kannst Lebenspunkte normal heilen, wenn du geheilt wirst oder sonst irgendetwas. Aber du verlierst W6 Willpower jede Shift, die du wach bleibst danach. Und wenn du keine Willpower mehr hast, also null Willpower, dann kollabierst du und schläfst mindestens eine Shift und kannst nicht geweckt werden. Verdammt. Ja. Vielleicht probiere ich es dann doch nochmal. Ja, aber wir haben doch sowieso nur noch zwei Shifts vor uns. Ja, ich habe mal eben eine Frage. Ja. Ich habe den Wurf jetzt nicht geschafft. Das heißt, ich kann jetzt eine Condition nehmen, um zu gucken, ob ich doch schlafe. Genau. Ja. So, ja. Und während ich schlafe, kann ich eine Condition wieder abbauen. Also im Prinzip ist das jetzt eigentlich gar kein Risiko, wenn ich den Wurf schaffe. Genau, wenn du den Wurf schaffst, ist alles supi. Ja. Okay, dann habe ich mich so darüber geärgert, dann nehme ich die Angry Condition, ja, dass das irgendwie so, oh, ich drehe mich von rechts nach links, von links nach rechts, boah, und irgendwie, und diese Schnarcherei, die geht mir so auf den Sack, ey. Ja, und dann push ich, ne? Mhm. Gucken. Und mit einer 7 wäre es geglückt. Ja, dann hast du einen Punkt gefunden, wo du denkst, ah, so ist doch super, und stopfst dir was in die Ohren und dann kannst du genüsslich schlafen und heilst Schaden, Willpower und deine Conditions weg. Ja, Brine und Wolf Shadow, ihr habt, also der Hackleswell, der schnarcht so laut. Der ist auch nicht besser. Also, der nächste Morgen ist echt anstrengend für euch. Ihr müsst am besten gucken, dass ihr in der Hütte später in dem Zollhaus zur Ruhe kommt. Dann können sich die anderen um die Problematik schon mal kümmern. Aber hier in der Wildnis schlafen. Brine, du bist Gasthäuser gewohnt und Wolfshadow, du bist das Schaukeln eines Schiffes gewohnt zum Schlafen. Die sanften Wellen haben gefehlt. Ja. Nee, bei mir hat es ein Bett gefehlt. Ganz einfach ein Bett. Die Damen, ihr seht echt erschöpft aus. Ihr hättet schlafen sollen heute Nacht. Oh, ich hab geschlafen wie so ein Stein. Ja, also die Sägewerke waren einfach zu laut die Nacht. Das ging gar nicht. Hier ist ein Sägewerk in der Nähe. Ja. Direkt 2 Meter weiter. Habe ich nicht mitbekommen. Habe ich nicht mitbekommen. Glaube ich. Ich habe auch von Holzfäller nichts gesehen. Ehrlich gesagt. 2 Meter weiter, das hätte ich doch merken müssen. Nee, ja, ihr habt so fest geschlafen, beide. Ihr habt das nicht mitgekriegt. Die Nacht war wild. Mobiles Sägewerk. Wir hätten hier eine ganze Feier ausrichten können. Das hätten die nicht gemerkt. Nein, nein. Weiß ja, ich habe 5 Bier für die Männer vom Sägewerk. Trinke die Bier? 5. Also. Ich roll dann die Schlafrolle tatsächlich zusammen, mach die mit einem Seil fest und hänge mir die tatsächlich dann einmal um. Mhm. Kann man ja mitnehmen. Ja, die könnt ihr mitnehmen. Ich Sleeping Fur. Ja. Ich biete es dir doch mal an, Wolf Shadow. Du hast keine Flöhe jetzt, oder? Weiß ich, also ich glaube nicht. Erst ein paar Tage später. Wir können es ja auch waschen in den Fluss. Wir können es einfach durch den Fluss ziehen. Ja, musst du sagen, aber 3 Tage später wieder benutzen. Ich würde es dir überlassen, ich bin eine Gentle-Ente. Gut, ich nehme den Sleeping Fur. Meine Mutter hat mir Höflichkeit beigebracht. Sie hat immer gesagt, Junge, sei höflich. Das habe ich mir gemerkt. Ja. Oh. Ente, also, bleib bei deinen Daunen. Genau das. Kanntest du meine Mutter? Das hat sie immer gesagt. Ich glaube nicht, nein. Und sie hat auch immer gesagt, Junge, lass dich nicht ärgern. Du bist ein ganz besonderer Erpel. Ja, du bist
sehr, sehr feinsinnig, ne? Funktioniert aber nicht so ganz gut, ne? Was denn? Mit dem nicht ärgern lassen. Ja, manchmal, weißt du? Also in den Sachen im Camp findet ihr eben noch zwei Rationen an Pilzen. Wenn ihr die esst, zählen die als eine Ration rohe Pflanzen, wenn ihr sie roh esst. Oder wenn ihr sie kocht, zählt dann zwei Rationen, also zählt sie zwei Rationen. Und einen ungekochten Fisch, der gekocht werden sollte, sonst ist das ungesund. Das hätte doch Urd in seiner Schicht machen können. Ich kann ja noch mal gucken, ob der Urd das in seiner Schicht gemacht hat, also er nicht gesät dann hat. Dann mach einen Bushcraft-Wurf für das Kochen. 9. Das sollte geklappt jo. Haben. Das heißt, du hast den Fisch gebraten. Das ist eine Ration. Darf ich vorstellen, gebratene Heckenmakrele. An Pilze. Und die Pilze sind zwei Rationen dann. Sehr schmackhaft. Ich habe sie auch schon entgrätet. Die Pilze? Nein, die Heckenmakrele. Das heißt, in den Pilzen sind noch Gräten drin, da müsst ihr aufpassen. Wir sollten vermutlich, bevor wir wieder starten, irgendwas essen, oder? In den Pilzen sind Sporen. Banause. Aber was will man aber von einer Ente schon erwarten? Wurden die denn von einem von Cowboy geritten, wenn da Sporen drin sind? Von einem Ritter? Ich esse eine Portion von meiner Entengrütze. Ich will zurück in meinen Wald. Na, hier ist doch Wald. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Wir gehen jetzt los und nehmen unsere beiden Tunichtgute auch mit. Die liegen am Baum gefesselt, immer noch K.O. mit schielendem Blick und siehst du mal, ich habe dir gesagt, du hättest laufen sollen, aber in die andere Richtung. Sir Hecklestell, also wenn wir die beiden Tunichtgute mitnehmen, dann müssen wir die beiden Banditen aber auch mitnehmen. Das ist das Gleiche. Ach so, ich dachte eben mal. Okay. Hallo? Wir tun hier sehr viel Gutes. Dann bewegen wir uns weiter und reisen Richtung Brücke. Richtung Zollbrücke, damit wir da irgendwann heute nochmal ankommen. Ja. tatsächlich ist auch dies wieder eine ereignislose Reise und ihr seht vor euch schon erscheinend ein großer, ich sag mal, Canyon, über den eine Brücke führt. Und davor steht ein Zoll. Häuschen mit angeschlossenem Wärterhäuschen. Und da stehen auch zwei Wachleute vor. Ein Canyon? Ich dachte, die Brücke geht über so einen Fluss drüber. Läuft da ja, darin? Ein Canyon, also ne? Eine Klamm. Genau, Klamm. Also es geht da tatsächlich schon so ein bisschen in eine Schlucht runter. Rein. Dann gibt es da den Fluss und dann geht es auf der anderen Seite wieder eine Schlucht hoch. Mhm. Also wenn du die Brücke überqueren möchtest, oder besser gesagt, wenn du den Fluss überqueren möchtest, ohne die Brücke, musst du klettern und schwimmen. Ist dann schon wieder eine halbe Tagesreise. Ja. Gut. Schwimmen kann ich gut. Ich gucke da mal so runter und sag, holla, wenn die Galistin von da unten Geräusche gehört hat, muss sie gute Ohren haben. Naja, oder die Geräusche sind sehr laut. Oder direkt unter der Brücke. Also so. Vielleicht ist es ja eine, keine Ahnung, Eidechse? Eine Schnarche? Entschuldigung, bitte. Ja, schlimm. Du bist Gustav. Ja, tatsächlich, ich bin Gustav. Woher wusstet ihr das? Hallo, Gustav. Weil ihn es uns geschickt hat. Steht auf dem Namensschild. Polier. Ja, Ines hat euch geschickt. Ja, warum hat Ines euch denn geschickt? Wofür? Erstmal wollen wir
Kleider abgeben und ich heb die so an ihrem Kragen mal hoch. Die haben versucht, überfallen. Der zweizähnige Fred. Oh, Moment. Nein, nur noch Fred. Ich glaub, der muss ich. Der muss der keinzähnige Fred. Es ist nur noch Fred. Einfach darf nur ich, Fred. Darf ich vorstellen, Sir Hecklesville, die Zahnfee. Gibt es eine Belohnung, wenn man diese Verbrecher aushändigt? Gab es einen Steckbrief? Tatsächlich haben die schon eine Weile lang hier die Handelsstraße genervt und euch möchten wir dankend eine Belohnung von 3 Gold übergeben. Hui! Können wir nicht 4 Gold draus machen? 3 kann man sich so schlecht teilen. Oder 3 Gold und 4 Rucksäcke. Ihr versucht, mit einem Wachmann zu verhandeln. Also, man kann mit ihr habt 2 der Bande Ding festgemacht. Das sind 3 Gold für das, dass die Bande größer ist, eigentlich schon angemessen. Na gut. Ich verzichte auf mein Gold. Ihr könnt das unter euch aufteilen. Das ist hervorragend. Du hast ja auch das Kupfer genommen, ne? Ja. Dann trage ich mir jetzt 1 Gold ein. Gut. Gold. Wir sind hier wegen dem Problem unter der Brücke. Ja, die Ines ist schon wieder so viel gesoffen, ne? Sie hat gesagt, sie hat Dinge gehört. Ja. Ah, das waren doch bestimmt die Banditen, die sie gehört hat. Irgendwie fehlt immer Gold nachts, wenn die Ines hier Wache gehalten hat. Die war jetzt schon länger nicht mehr hier Wache halten. Die hat jetzt die letzten Tage die Handelsroute gesagt, weil sie gesagt hat, sie hat Angst, weil sie irgendwas unter der Brücke gehört hat. Das waren hundertprozentig die Banditen. Die haben sich hier eingeschlichen, haben das Gold geklaut. Wart ihr das? Entschuldigung, die haben doch kein Gold. Guck dir die doch mal an. Ja, also kein Gold hatten die nicht dabei. Nee, die wollten sogar von uns Gold haben. Ja damit sie einen Anwalt bezahlen können. Das heißt, die Brücke ist nachts nicht bewacht? Naja, doch, wir haben hier nachts Leute stehen, aber... Die hören Sachen. Ja, die Ines, die hat immer gesagt, die hört da was. Die glaubt, da ist ein Troll da. Die glaubt, da ist ein Troll. Ach so, Quatsch. Da guck mal, Trolle gab's doch seit Jahren nicht mehr. Ja, wir regeln das. Wir haben schon den Keller geregelt. Wir regeln jetzt auch noch die Brücke. Habt ihr schon mal jemanden an ein Seil dran gebunden und der hat unter die Brücke geguckt? Warum sollten wir ihn deswegen an ein Seil binden? Gibt es einen Weg unter die Brücke? Ja, aber der ist halt ein bisschen felsig. Also man muss ihn nicht klettern, aber man sollte ihn langsam runtergehen. Ja, langsam kann ich. Ist die Ines die Einzige, die Geräusche gehört hat, oder habt ihr die auch gehört? Also ich habe die nicht gehört. Sind hier andere Wachleute? Der Rüdiger, aber der hat die auch nicht gehört. Ich habe die auch nicht gehört. Hallo Rüdiger. Hallo. Wie geht's dir, Rüdiger? Oh. Also an den Ohren des Wachmanns. Habt ihr denn gutes Gehör? Was? Es beantwortet meine Frage, dankeschön. Also, vielleicht gucken wir uns das einfach mal an. Ja, wir gucken uns das an, wir hören uns das an. Ich habe eine entsprechende Expertise in Sachen Viecher und... Hast du die auch dabei? Ja, habe ich irgendwo in dem Buch. Moment. Da ist deine Expertise? Ja. Ich habe gehört, die muss man vorzeigen bei Prüfungen. Nee, das hat mit Prüfungen nichts zu tun. Hier, Biestlore. Lore ist ein Frauenname, ne? Oder so ein Ding, was man im Bergwerk benutzt. Genau, das ist eine Lore. Ja, genau. Also Viecherwagen oder irgendwie. Also, bin ich sehr gut drin. Ich bin ja Jäger. Ich komme ja aus dem Wald, ne? Und deswegen kenne ich mich mit solchen Tierchen aus. Also wenn ich das höre nachts, kann ich mit traumwandlerischer Sicherheit sagen, was es nicht ist. Wahrscheinlich. Das ist gut. Wir gucken mal nach. Wo ist denn der Weg? Ja, der Weg geht hier links die Brücke runter und rechts wieder hoch.
Nee, auch da links wieder hoch. Ja, okay, wenn du andere Richtungen stehst, dann geht es natürlich rechts wieder hoch. Ja, hast du schon was wahr. Sehr kluger Kerl. Erpel. Ich wachse ein Stückchen. Ja, aber wie gesagt, das kann ja kein Troll sein. Ich kenne keinen Troll, der Gold klauen würde. Warum auch? Ja, oder vielleicht hat sie ihn ja bezahlt, damit er Ruhe gibt. Ja, aber dann wäre Ines ja da geblieben. Ja, ist auch wieder. Kennen wir denn irgend so ein, also Biest, das unter Brücken haust und Gold klaut? Mach doch mal einen Wurf auf Beastlore, wenn ihr das wissen wollt. Das kann der Urt auch gerne tun. Das kann die Brine auch gerne tun. Habe ich geschafft. Ja. Mit 11 bin ich da nämlich gar nicht so schlecht. Ich gehe schwer davon aus, dass es ein Wal ist. Ah, so gut hast du es geschafft. Aber du hast keine 20 gewürfelt, oder? Schade, weil dann hättest du nämlich einen Marker gekriegt. Aber Sir Hackleswell. Ja. Ich habe 8 gewürfelt und habe Beastlaw 11. Wo der Gustav sagt, aber was für Trolle klauen denn Gold, fällt dir direkt ein, ja, Höhlentrolle. Höhlentrolle fressen Gold. Auf ihre Frage, welcher Troll Gold klaut, Höhlentrolle. Die ernähren sich davon. Habe ich ja noch nie gehört. Ja, dann kennen Sie sich offensichtlich nicht gut mit Trollen aus. Das stimmt wohl. Ich bin ja auch Zollwärter hier an der Brücke. Ja, aber Höhlentrolle, die in Höhlen leben, wissen Sie, ob es hier Höhlen gibt? Ja, also hier da unten gibt es bestimmt Höhlen. Na guck, was für ein bizarrer Zufall. Dann kommen die Trolle nachts aus ihrer Höhle und klauen sich was zu essen. Ja. Die haben halt Hügelchen. Ich habe gehört, dass da Gold gefressen wird. Ja, habe ich. Fehlt euch denn Gold? Habe ich gehört. Ja, ich habe doch gesagt, das sind die Banditen gewesen, die immer das Gold geklaut haben. Dann. Gut. Das ist Quatsch, die essen gar kein Gold. Lass uns. Ja, ich stelle mir gerade vor. Wir hätten nicht überfallen müssen. Wir müssen vorsichtig sein, ne? Trolle sind nicht ohne. Ja, aber wenn die Gold fressen, dann denke ich gerade darüber nach, wie sieht denn das Geschäft aus, was die machen? Goldig. Das ist dann Silber. Wir gucken mal. Oder wenn es viel Druck gibt, Diamanten oder so. Edelsteine. Aber willst du da wirklich das durchsuchen? Nein. Wir gehen vielleicht da jetzt runter. Ja. Ich bin sofort wieder da. Ja. Für einen Rucksack könnte man ja mal auch mal. Vielleicht könnten wir aus dem Magen des Trolls einen Rucksack bauen. Da ist auch das Gold gleich mit drin. Wie auch immer. Der muss ziemlich stabil sein. Also. Schwarzes T-Shirt schlägt gerade Diamantendünnpfiff vor. Der ist auch unter Druck entstanden. Ja. Die Höhe. Sir Hackleswell. Diamantarö. Diamantarö, ist gut hier. Du noch durch deine Beastlore über Höhlentrolle weißt. Ja. Sie sind sehr starrsinnig. Was sie einmal angefangen haben, bringen sie auch zu Ende. Mhm. Sie haben ein ausgewogenes Problem mit Sonnenlicht. Also Sonnenlicht ist für die eher unangenehm. Mhm. Sie können sich regenerieren, also ihre Wunden schließen sich. Und was du ja eben schon erwähnt hast, sie fressen Gold. Nichts schmeckt ihnen besser als gutes, tolles Gold. Gustav. Ja. Habt ihr hier einen Spiegel oder irgendwie gut polierte Teller oder sowas? Wir haben einen gut polierten Schild. Können wir uns den borgen? Wenn ihr den zurückbringt.
Deswegen ja Borgen. Das ist der Aushängeschild von Glimmerhof, damit die Leute wissen, wo es... Den bringen wir auf jeden Fall zurück und ich blinzel ihn so mit meinen großen, blauen, ehrlichen Augen an. Ich gebe euch mein Wort drauf, dass wir den zurückbringen. Ja. Ja, habe ich doch gesagt. Ich guck die drei verwirrt an. Habe ich doch gerade gesagt. Was wollt ihr mit dem Schild? Naja, die sind da unten in der Höhle. Ja. Und die haben Probleme, Höhltrolle, mit Sonnenlicht. Wenn jemand am Höhleneingang steht und vielleicht mit dem Schild spiegelmäßig Licht in die Höhle bringt, dann könnte uns das einen taktischen Vorteil bringen. Und Ot, da du die perfekte Rückendeckung bist, also sehr weit hinten stehst im Normalfall, wäre das doch eine heldenhafte Aufgabe für dich. Ich wollte schon immer Schildhalter sein. Siehst du? Und so drücke ich dir ein Schild in die Hand, wird heute dein Tag. Jetzt spielst du eine tragende Rolle. Horrido. Horrido. Ich gehe los. Ja. Andere Richtung. Entschuldigung. Ich komme mir gerade die Hand auf den Kopf von Sir Hackesfell und die so rumdreht. Andere Richtung. Oh, ja, stimmt. Ich fühle mich heute wie ein echter Schildbürger. Ja. Gut. Ihr begebt euch die enge, steile, den engen, steilen Pfad hinunter in diese Schlucht und seht tatsächlich, dass unter der Brücke ein Höhleneingang ist. Und davor liegen tatsächlich so ein paar Holztrümmer. Gebt mir doch mal einen Wurf auf Awareness. Awareness? Oh, well. Geschafft. Geschafft. Ich habe eine 3. Ich habe eine 3 gewürfelt. Ich habe auch eine 3 gewürfelt. Ich bin voll überrascht. Ich habe 2. Ich habe deine 5. Ich habe eine 6 gewürfelt. Ich habe Awareness auch 5. Ich habe da jetzt nicht drauf geredet. Gut, dass das nicht nach dem Kampf ist. Dann hätte ich mit Nachteil gewürfelt. Also. Ja. Also die Trolle hauen jetzt ab. Ihr habt tatsächlich, was ihr ausmachen könnt vor der Höhle, sind zerbrochene Truhen, scheinbar Münztruhen, die aufgebrochen wurden. Und aus dem Augenwinkel könnt ihr auch noch 1-2 Münzen da liegen sehen. Ja, die werden aufgehoben. Ja, geh da hin. Sind da noch andere Münzen in den Truhen drin oder sind die leer? Ihr findet noch 3 Silbermünzen und 2 Goldmünzen. Na, die ihr noch schnell kann man Geld könnt. Machen. Und ich verwahre die erstmal, wir teilen die später auf. Habt haben Wolfshadow und Urd, ihr konntet Spuren vor der Höhle ausmachen, die von der Tiefe und von der Größe tatsächlich entweder auf einen Bären schließen würden, aber von der Fußform, Urd, kannst du definitiv sagen, das ist kein Bär, das scheint was Trollartiges zu sein. Und so wie die Spuren aussehen, Wolfshadow, würdest du sagen, das ist maximal einer. Ich stell da mal so meine eigene Pfote rein und guck mal, wie groß die ist. Also, groß. Also ein Bär schließe ich aus. Also Goldbären sind in der Regel viel kleiner. Ja, aber ist wenigstens nur einer. Ja, und lecker. Sir Hackeswell, den müssen wir uns teilen. Das ist in Ordnung. Ist nur einer? Scheinbar. Und dann rein. Ich gehe vor. Wie ist das denn jetzt hier mit dem Schild und dem Licht? Und wie geht das denn jetzt hier? Habe ich denn jetzt irgendwo so ein Schild irgendwie? Nehmen wir denn da mal. Oh, ich habe hier was. Also,
Du hast einen polierten Schild in der Hand, aus Silber, hochpoliert. Und es ist ein schöner, sonniger Tag. Ihr seid tatsächlich ja tagsüber angekommen. Es ist relativ vormittags noch. Und die Sonne steht recht gut, dass sie nicht von der Brücke blockiert wird. Und du kannst das Sonnenlicht rein theoretisch mit dem Schild lenken. Versuchen wir das doch mal. Was muss ich denn dafür machen? Tatsächlich würde ich sagen, mach einen, weil es keinen Wurf mit Schilde gibt, aber es ist ja an und für sich ein Fernkampfangriff, weil du willst ja gezielt irgendwo hin, machst du bitte einen Wurf mit deinem Bogen-Skill. Okay. Den kannst du ja gut. Oh, eine 7. Blink. Ja. Blink. Du leuchtest in die Höhle rein. Du hast ja kein genaues Ziel, aber du lenkst gerade, um das hier zu lernen. Lenkst du das Licht in die Höhle hinein und ihr hört ein Brüllen, als der Lichtstrahl, den du von der Sonne hineinlenkst, auf das Auge eines großen, lauten Wesens darin wirft, der scheinbar gerade geschlafen hat und dadurch jetzt gerade geweckt wird. Schade. Und würfel mal mit einem W6, bitte, Kraken. Ein W6. Ein W6. Ich betone immer noch, ne? Die anderen stehen vor mir. Ja, wir lassen die aber platt. Das. Zwei? Mhm. Alles klar, das wollte ich nur wissen. Der Troll schreit auf, als er von dem hellen Licht getroffen wird und hält sich die Hände vor die Augen. Ihr habt alle den Überraschungsmoment. Wer will zuerst handeln? Brine hat ja eben schon gesagt, ich gehe rein. Ja. Ich gehe rein. Ich mache nichts, ich halte den Schild nur fest. Ich singe ein ich flöte ein Marschlied. Brine geht voran und flötet ein Marschlied. Was wollen Sir Hackleswell und Wolfshadow tun? Ich gucke. Ja, wir rennen Schulter an Schulter rein in die Höhle brüllenderweise, oder? Ja. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen, Lady Wolfshadow. Er hat gesagt, du stinkst. Ich hab's genau gehört. Was? Und ich gebe die 3 Willenskraftpunkte aus. Das macht mich. Also, wie kann der das behaupten? Ihr habt da so unnützes Zeug. Nimm den Schild runter und sagt, was hat er gesagt? Okay, Wolfshadow, was ist deine Aktion? Krummsäbel. Immer drauf. Dann drauf. Haben Wolfkin nicht irgendwie eine Beißenattacke wenigstens? Nee, ich habe ja schon gefragt, ob ich auch mit meiner Dings zukratzen kann oder so, aber. Gibt da leider keinen Bonus. Gibt's nix. Aber wie gesagt, wieder mit Vorteil, ne? Ja, das mit 2W20 und dann den niedrigeren. Ja. Das macht das, wenn dann ich. Dann nehme ich doch mal die 2, ne? Ja, das trifft. Und dann wieder. Hier so, gucken wir mal. 2W6 plus 1W4. Das ist eine 8. Alles klar. Ja, du stürmst an und ziehst deinen Krummsäbel dem Troll über den Oberschenkel und er reißt die Hände runter, hält sich am Oberschenkel, weil er halt total baff ist, was da gerade passiert und sieht jetzt erst, dass da wilde Leute auf ihn zustürmen, nachdem er so aus dem Augenwinkel gerade mal was sehen kann. So Hackleswell. Ja. Der reißt die Hände runter. Jetzt tut er mir ein bisschen leid. Ich mit einer 8 habe ich getroffen. Ja. Meinst du, wir hätten mit ihm reden können? Ja, weißt du, ich meine, stell es vor, du machst auf und wirst angegriffen. Wie scheiße ist das bitte? Nachdem du dir gerade eine Portion schöne Münzen gegönnt hast. Wild brüllend mache ich ihm 15 Punkte Schaden.
15. Das, ich habe 3 Fünfen, das sind 3 W6. Nee. Ich habe 3 Fünfen gewürfelt. Hau ihm in den Magen, damit er sich erbricht. Bitteschön. Ich glaub dir das. Ich glaub dir das. Ja, du stürmst hinein und haust ihm mit deinem Hammer gegen das andere Knie. Oh ja. Und der Troll ist total verdutzt, weil ihm irgendwas in den Augen wehtut und plötzlich schmerzen ihm beide Knie. Ja. Ich stinke nicht! Also irgendwie erschließt sich aber mir immer nicht, wie das sein kann, dass die kleine Ente mehr Schaden macht wie der große böse Wolf. Aber ja. Ich würfel auch 3W6 Schaden, genauso wie du. Er hat halt einen dicken Hammer. 2. Ja, 2W6 plus, also ich habe einen W6 Stärke-Schadensbonus. Ah, okay, ja. Oh mein Gott. Schwarzes T-Shirt fragt, ob Karglas auch Kniescheiben repariert. Das ist immer die Meister des schlechten Wortwitzes, oder? Für den Troll ziehe ich 2 Initiative-Karten, weil dieser Ferocity, der ist zweimal dran. Der hat Ferocity 2, das bedeutet, der ist zweimal dran. Das erste Mal ist er in Turn 2. Und das zweite Mal in der 10. Bis dahin habe ich ihn geblendet. Sir Hackleswell bei der 5. Brine bei der 4. Urt bei der 3. Komm schon, die 1, die 1. Wolfshadow bei der 8. Ach, nicht. Hat dieses Kartendeck überhaupt eine 1? Ich glaub's dir, du musst nicht raussuchen. Ja. Die wäre als nächstes gekommen. Nein, vorletztes. Vor der 9 wäre sie noch gewesen. Der Troll ist dran und würde sich erstmal aufbäumen, nachdem ihm jetzt beide Knie wehtun. Und er stürzt quasi nach vorne und rollt euch entgegen. Ja. Ein Rolltroll. Wie ein schwerer Fels rollt er euch entgegen. Wollt ihr ausweichen? Nee, ich will gleich angreifen. Da vor ihm Sir Hackleswell und Wolfshadow stehen, würde er beide treffen, außer einer von euch sagt, er will ausweichen. Das kann ich ihr nicht abnehmen, ne? Nee, das kannst du nicht abnehmen. Ja. Der macht vermutlich viel Schaden, oder? Wirst du sehen. Nee, komm. Nee, ich würde ausweichen tatsächlich. Okay. So leid es mir tut. Du wirst eh an der 8 dran, dann bist du schon raus. Dann mach einen Wurf auf Evade. Mit Vorteil. Ah, mit Vorteil. Weil Brine ihr Lied spielt. Ja, eine 1. Dann darfst du dir auf Evade einen Haken machen und du weichst gekonnt aus. Und Sir Hackleswell, du nimmst 12 Schaden. Au! Ja, ich wäre schon wieder tot, ne? Und du bist knocked down, also umgeworfen. Okay. Dran, du kannst das ja von deiner Rüstung abziehen. Ja, ja, habe ich dran gedacht. Und der Troll ist quasi über dich hinweggerollt. Und was heißt denn, dass ich umgeworfen bin? Knockdown, warte, da muss das andere Buch halt hier haben. Brauchst vermutlich deine Aktion, um wieder aufzustehen. Wahrscheinlich brauche ich meine Aktion, um aufzustehen und kann die angreifen. Ja. Um aufzustehen, müsste für eine Stockente sein. Ich habe gerade so das Bild von einem Lego-Teil im Kopf. Es tut mir leid. Okay. Dieses. Also ich muss sagen, der Spielleiterschirm ist leider nicht der beste. Da hätten sie meiner Meinung nach bessere Sachen drauf. Dann sag's doch einfach so, improvisiere. Ja, also wie gesagt, ich würde sagen, du musst deine Bewegung aufgeben, um aufstehen zu können.
Aber ich kann trotzdem angreifen. Du kannst angreifen, wenn du an ihm dran stehst. Und da er einmal über dich drüber gerollt ist, stehst du quasi hinter ihm. Ja, perfekt. Na? Tigerdrache sagt gerade halbe Bewegung. Halbe Bewegung, siehst du? Also. Ja, ist schneller als ich. Alles klar. Gut. Dann kann ich ihm in die Hacken hauen, genau. Dann kannst du ihm in die Hacken hauen. Aber zuerst ist Urd dran. Ja, ich kann ja jetzt nicht mehr mit Wolfshadow tauschen, weil die Aktion ist ja vorbei, ne? Mhm. Geht ja nicht. Also, blende ihn! Ja, also ich werde das auf jeden Fall weiter versuchen, ne? Ja, dann mach wieder einen Wurf mit deinem Bogen. Weil jetzt hast du ja ein Ziel vor Augen. Mit Vorteil. Da Brines Musik dich erreicht. Oh, okay. Höhle Echo. 13. Nee, klappt nicht. Klappt nicht? Das klappt nicht. Aber das könnte dich total wütend machen. Das könnte dich wütend machen, dass du das könnte mich total wütend machen. Das ist probierst. Das macht dich total wütend. Irgendwie färbt diese Ente ab. Ja, dann würfel nochmal. Jo, 5. Ah, das reicht jetzt. Ja, dann triffst du. Ich bin total wütend. Mit einem W6, bitte. Ein W6? Ja. Naja, es ist. Er rollt quasi jetzt in deine, also in deine prinzipielle Richtung, aber da steht noch Brine dazwischen und. Du erwischst ihn nicht hundertprozentig mit dem Licht, aber du merkst, dass als er sich wieder aufstellen will und diesen Lichtschimmer sieht, er wieder kurz geblendet ist und scheinbar tut ihm das Licht weh. Ach was. Das wissen wir doch, dass ihm das Licht weh tut. Deswegen machen wir den ganzen Scheiß ja. Ich vergesse ja fast schon wieder was. Wir haben eine Höhle. Macht nichts. Nicht, dass Tigerdrache sich gleich ärgert, weil ich wieder keine improvisierten Waffen ausgelegt habe. In dieser Höhle gibt es eine kleine, also gibt es kleine Risse, da kann man Leute zum Stolpern bringen. Es gibt eine Pfütze, da kann man Leute zum Stolpern bringen. Und es gibt Fledermäuse. Die kann man auf mit einem geschickten Bushcraft-Wurf kannst du die Fledermäuse auf deine Feinde hetzen, falls du nicht angreifen möchtest. Kann ich nicht einfach laut bellen? Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt sonst ganz schräge Note angeschlagen einfach und die dadurch aufgescheucht. Wer ist denn als nächstes dran? Brine ist dran. Ja gut, wenn das mit der schrägen Note bei den Fledermäusen nicht klappen sollte. Also nicht funktioniert, weil ich Bushcraft bräuchte, das Risiko gehe ich nicht ein. Mhm. Wo genau steht der Troll? Bin ich in seiner Nähe? Ja, er steht relativ vor dir. Dann tue ich ihm weh, in den Zeh, mit dem Messer. Hoffentlich. Das geht besser. Messer rein, Gedärme raus. Messer rein, nein, Gedärme raus. Leider nicht, aber ich würde einfach... wütend werden. Wir sind eine sehr wütende Gruppe. Hackleswell färbt ab. Ja! Boah, nur eine 2! Du scheiß Troll! Dann mach Schaden. Auf den C. Das ist bei einem Dolch, also bei einem Dagger, ein D6 nehme ich an, oder? Oder ein D4? Wir haben es mir nicht gesagt. Der Dagger, warte, das müsste, glaube ich, ein D6 sein. Buchwechsel. Warte, ich bin da gerade. Dagger W8. Plus dein Stärkebonus. Also Stärke-Schadensbonus. Mit 12 ist es ein... Wie gesagt, hatte ich mir nicht aufgeschrieben. Das dürfte ein W4 sein oder W4, gar nichts. Ja. Ja. Gut. Wo ist er? Da ist er. Da ist der fiese Würfel. Ha! 8 und 4! 12 Punkte auf den C. Ja, ihr merkt, der Troll hat wahre Probleme. Ihr habt ihn schwer überrascht. Und
mit Stehen wird es langsam schwierig. Beide Knie haben was abbekommen, also einmal Oberschenkel, einmal Knie und einmal Zeh. Er kann schlecht gucken. Ja. Das macht ihm keinen Spaß. Also, es macht ihm nicht wirklich Spaß. Soll's auch nicht. Well. Ja, ich hau ihm von hinten in die Fersen. Genau. Oder in die Kniekehle, so mit dem Hammer. Voll in die Kniekehle. Das ist eine 20 und eine 1. Er hat Vorteil gewürfelt. Da du mit Vorteil kriegst du die 1, ist ja klar. Ja. Und du hast, glaube ich, schon ein Häkchen auf dem Hammer. Habe ich schon, genau, ja. Du kriegst da leider kein Häkchen, aber du kannst sagen, du möchtest deine Rüstung ignorieren. Nee, Moment, das ist nur bei Piercing-Waffen. Du kannst halt doppelten Schaden machen. Das klingt gut. Und du könntest ihn wahrscheinlich mit dem Warhammer Toppling, du könntest ihn auch zum Stolpern bringen, aber du willst ihm wahrscheinlich Schaden machen. Ja. Komm her. Es sind 11, 14, 18, 21. Ja, okay. Ich muss demnächst doch 3 Trolle nehmen. bring's zu Ende. Ja, tatsächlich hau ich ihm, wie ich es gemacht habe, ich hau ihm so von hinten in die Kniekehle. Das führt dazu, dass er sofort auf die Knie runtergeht, nach vorne kippt, so ein Stückchen an Brine vorbei, die ja direkt vor ihm steht. Mhm. Und es war nicht mein Hammerschlag, der ihn getötet hat, er fällt mit dem Kopf auf so einen Stein, der auf dem Boden ist. Auf einen Stalagmit. Genau. Und bleibt dann bewusstlos auf dem Boden liegen. Oder tot, ja, das weiß ich nicht. Das rumpelt sich ja. Wenn der ist definitiv, also nicht nur Beinprobleme, der hat jetzt ganz böse Kopfschmerzen. Der ist. Guck mal über den Schild drüber. Und dann ist vorbei. Ich glaube ja. Wird Zeit für den Umzug. Habe ich doch wieder richtig gut gemacht. Ganz hervorragend. Ohne die Schildhilfe hätten wir das nicht geschafft. Wenn wir ihm jetzt den Bauch aufschlitzen, finden wir die vermissten Münzen. Oder das Kleingeld. Schlitzt du ihm den Bauch auf? Aber das ist eine gute Idee und das sollten wir tun. Sollten wir das wirklich tun? Ja. Ja. Also, okay. Wenn ihr dem Troll den Bauch aufschneidet, findet ihr tatsächlich 8 Goldmünzen in dem Bauch. Guck mal, das sind 8, 9, 10 haben wir jetzt ja schon. Und dann kriegen wir noch die Belohnung. Wir müssen seinen Kopf mitnehmen. Keine Ahnung. Ja, mach mal. Als Nachweis, oder? Ja, ich denke schon. Wir gucken uns noch in der Höhle um. Ja, ihr guckt euch noch in der Höhle um. Vielleicht hat er ja ein Vorratslager. Du hast uns gesagt, was die Sachen hier kosten. Ja. Das wird jetzt alles durchgeplündert. Loot. So. Oh, das ist schön. Da sind schöne Sachen dabei. Ihr findet einen schweren Kriegshammer. Nein, eine Schleuder. Dann findet ihr ein goldenes Amulett, welches einen Wert von 35 Goldmünzen hat. Holla! Rucksäcke für alle! Und ihr findet einen Beutel, der hat ihm scheinbar nicht geschmeckt. Das sind 60 Silbermünzen. Ich würde sagen, Brine.
Wir teilen das. Du verwahrst es einmal und ich am Ende des Abends teilen wir das auf. Ist das jetzt nicht inzwischen zu schwer für Sie? Also, kannst du meinen Schlaf, ich hänge das einfach über dich rüber, übernehmen, den Schlafpelz? Dann packe ich das. Ich fürchte, wir können uns alle neue Zelte, Schlafpelze und Rucksäcke kaufen. Nein, ich habe auf die Preise geguckt. Nein. Aber wir gucken mal, was nach an Belohnung gibt, wenn wir nach oben kommen. Zelt teilen. Das kriegen wir schon hin. Ja, dann gehen wir nach oben. Ja, ihr geht mit dem Kopf. Mit dem abgeschnittenen Kopf. Natürlich würde sie den Schild zurückgeben. Bringt ihnen natürlich den sauberen Schild zurück. Und da stehen Gustav und Rüdiger und unterhalten sich gerade scheinbar mit einem Händler, der von der anderen Seite kommt. Ja. Dem kann das ganze Zeug verdicken. Als ihr mit diesem Trollkopf nach oben kommt. Oh Gott, was bringt ihr denn damit? Toll, was wir gefunden haben. Ja, da war einer. Da war wirklich einer. Ines hat nicht nur gesoffen, die hat trotzdem gut gehört. Ines hatte recht. Ja. So sieht's aus. Und weißt du, wer nicht? Du. Gustav. Ja, also, ja. Da wird der Entschuldigung fällig, am besten in flüssiger Form. Ja, ich werde Ines wohl einen ausgeben. Oder zwei. Ich trinke ja eh nichts. Aber dann muss sie ja jetzt auch nicht mehr so viel saufen. Aber für zollbehinderte Brückentrolle gibt es doch bestimmt eine Belohnung. Da ist bestimmt ein Kopfgeld aufgesetzt. Guck mal. Ja, habt ihr denn irgendwas gefunden noch an Überresten? Der hat ja uns Gold gestohlen und so. Jede Menge leere Kisten liegen da unten. Ja, die hat der alle gefuttert. Und ausgenuschelte Beutel. Aber sowas von. Alles voll gesabbert und leer gefressen. Völlig ausgenuschelt, ja. Ja. Ich kann jedem von euch jedem von euch ein Goldstück. Das ist wenig. Und wir dürfen gratis über die Brücke. Also für immer. Wenn wir den Trollkopf verkaufen an den nächsten Alchemisten, da kriegen wir das Zehnfache. Ja, was ihr mit dem Trollkopf macht, ist mir egal. Den nächsten Alchemisten verkaufen. Wir bekommen lebenslanges Brückenrecht hier. Wir dürfen drüber. Gib mir doch mal einen Wurf auf Barter. Das kann Brine doch machen, oder? Wäre ich dafür? Ja! 9 von 14 hätte ich erreichen müssen. Ja, okay. Ein Gold pro Nase und ihr dürft auf ewig die Brücke kostenlos ohne Gebühren überqueren, sowohl hin als auch Rückweg. Na, guck mal. Viel wert. Super. Für das, dass ihr das gemacht habt, 4 Leute, das kriegen wir mit der Königin geredet, das kriegen wir. Und sollte in die Höhle von dem Troll vielleicht nochmal Troll einziehen, Sie wissen ja, ne? Guter Gustav, dann sagen Sie uns Bescheid. Dann kommen wir wieder hier vorbei und machen das nochmal. Genau. Who are you gonna call? Trollbusters. den Schild bräuchten wir aber trotzdem wieder. Ja, natürlich. Ja. Ist nichts dran. Bitteschön. Ist wie neu. Und er hängt ihn wieder sorgfältig auf. Und der Händler auf der Brücke, ein Trollkopf. Der Händler selbst ist ein Katzenmensch. Und ich knurre ihn leise an. Nun, sag mal, also für diesen Trollschädel hätte ich eventuell wie viel Verwendung für. Wir haben noch anderen Kram. Was habt ihr denn noch so? Magensäure. Den Amulett. Ja. Und 2 Kurzschwerter könnte ich ja auch noch verkaufen. Ja, ein Amulett und ein Trollkopf.
Ich würde euch für das alles zusammen 50 Goldmünzen geben. Bride? 70. 70, mein guter Mann. Also der mach einen Wurf auf Barter. Der tropft noch. Der ist sowas von frisch. Aber ich würde mit Katzen ja sowieso nicht verhandeln. Moment. Ich exhauste. Bist du nicht auch angry? Ja, ich bin auch angry. Angry, Barter geht auf Charisma, oder? Genau. Ja, aber angry macht Intelligenz schwerer. Deswegen, ich wollte nur wissen, Barter geht auf Charisma. Genau. Nee, aber ich habe gerade tatsächlich auf Kippe gewürfelt, weil mein Bleistift in meinem Würfelbrett drin lag. Ja, aber da kannst du doch dann einfach normal würfeln. Wenn Kippe ist, ist Kippe. Gut. Kippe geht. Dann habe ich es nochmal geschafft, tatsächlich, mit 9. Äh, 65. Aber das ist mein letztes Angebot. 68 und ich kraule euch hinter den Ohren, da wo ihr nicht hinkommt. Abgemacht. Du guckst dich total vorwurfsvoll an. Wie, du kraulst den hinter den Ohren? Kann ich bei dir auch machen. So ein Schwanz hat er. So ein Schwanz. Ich dachte, das wäre hier exklusiv. Und den Blick, den er Wolfshadow zuwirft, dieses Knurre weiter. Wie viel haben wir denn dann jetzt insgesamt, Brine? Viel Geld. Also die beiden Schwerter sind dann auch weg, ne? Das war die beiden alles Schwerter zusammen. Sind weg, das Amulett ist weg. Das Amulett alleine war ja schon 35 wert. Ja. Tropfen der Trollkopf. So, warte. 70. Also wir haben auf jeden Fall mindestens 70 Goldstücke. Das heißt hier mindestens. Na, weil da noch ein bisschen von euch drauf zukommt, wenn wir alles zusammenrechnen. Na, wir haben 2 Gold gefunden, wir haben 8 Gold gefunden, wir haben 60. Ja. Das sind 65 Gold gekriegt. Genau. 68. 68. 68, ja. 68. Und 60 Silber haben wir auch noch gefunden. Aber die 8 Gold hatten wir schon unter uns aufgeteilt. Also ich habe auf meinem Zettel nur ein Gold stehen. Ich auch. Ich auch. Dann haben wir, das hast alles du mitgenommen. Okay, dann so ist das also. 78 plus den Silberkram, sagen wir 80, dann schreiben wir uns alle 20 Gold auf. Nicht nur das. Wenn wir so viel tragen können. Ja, das sind Münzen. Die sind... Aber die haben doch auch irgend so ein Gewicht. Nee, wir haben 91 Silber. Das, wenn ihr in Zehnern rechnet, dann sind wir... Also, soll ich einfach mal umrechnen, sodass vernünftig kommt? Mach das mal. Okay, dann brauche ich kurz einen Moment. Kein Problem. Ich muss den Kopf rechnen. Aber mach ruhig weiter. Ich kraule ihm so lange die Ohren. Aber wir pennen dann auch. Können wir noch eine Nacht in der Hütte pennen? Ja, hatte ich es ja gesagt, ne? Dass wir da übernachten können. Ich räume mich schon mal einfach auf den Boden zusammen. Schnaube beleidigt. In der Zeit, wo er tausche ich mal entsprechend bei seinen Münzen einfach meine Münzen um, sodass es vernünftig rauskommt. Dann sind wir nämlich jetzt bei 97 Goldstücken und 6 Silbern, die ich in meinem Dingens habe, in meiner Verwahrung. Nicht 97. Ich kann nicht mehr rechnen, Leute, ey. 87. Es ist Freitagabend, kein Mensch kann mehr rechnen. 87. Da waren 10er zu viel. 87. 87. 20. Ein. Sind, wie viel Silber hattest du gesagt? 6. Okay. Komm, ich schreibe mir von denen 21 auf und dann könnt ihr alle 22 nehmen und dann ist die. Und du nimmst das Silber noch. Und ich nehme das Silber. Passt schon. Gut. Also 22 Gold. Sehr schön. Mindestens 3 Rucksäcke kann ich mir kaufen. Wir können uns doch nur einen tragen. Rucksack kaufen. Ach so. Was kosten eigentlich Rucksäcke? Ich finde 3 Gold. Nicht aus. 3 Gold? 3 Gold, ja. Da waren wir vorhin, da waren wir am Anfang des letzten Tages noch zu arm dafür. Hat der Händler Rucksäcke dabei, die wir ihm abkaufen können? Ja, der Händler hat tatsächlich
einiges an feinen Stoff- und Lederwaren dabei. Also er hat keine Waffen, er hat Kleidung, er hat Rucksäcke, Decken, er hat auch tatsächlich ein kleines Zelt dabei. Aber das ist bestimmt zu teuer. Was kostet das? Kostet tatsächlich nur 2 Gold. Das Zelt? Das Zelt kostet 2 Gold, wiegt aber 2, das heißt, es würde 2 Plätze im Inventar geben. Reicht das für uns alle, das Zelt? Ein kleines Zelt reicht nur für bis zu 2 Leute. Aber, das heißt, wir müssen 2 Zelte kaufen. Wir können die Ente auch einfach auf mich drauf hocken. Ich kann ein Zelt tragen, das ist überhaupt kein Problem. Echt? Ja. Dann nehme ich ein Zelt. Und wir alle einen Rucksack. Wenn er Rucksack. Ja, genau, aber wir hatten doch noch 2 Schlafpelze. Das reicht doch dann im Endeffekt aus, oder? Irre ich mich da jetzt? Nee, Zelt können wir mit Vorteil würfeln. Ah, okay. Ja, du kannst mit Vorteil würfeln und es muss nur einer würfeln für die 2 Personen, die in dem Zelt sind. Was hilft denn ein Rucksack nochmal? Ein Rucksack erhöht deine Tragekapazität um 2. Ja. Na? Was aber heißt, auf maximal 10 wahrscheinlich, ne? Ich glaube, ja. Aber es steht ja eigentlich nicht. Also Increase Carrying Capacity bei 2. Aber normalerweise dürftest du ja eh keine 10 haben. Ich hätte 9 gehabt. Du hättest 9 schon gehabt? Ja, ich habe Stärke 17. Deswegen sage ich kann das Zelt nehmen. Das ist... Also es steht hier, wird um 2, also rein theoretisch, wenn du den Rucksack nimmst, kannst du das Zelt da reinpacken und hast dann die restlichen 9 immer noch offen. Das würde ich... Dann schreibe ich einfach das Zelt auf einen Platz, Zelt-Rucksack. Und dann habe ich noch offen. Hervorragend, ja. Will der gute Herr nochmal mit mir handeln? nee, dafür kostet es halt das, was es kostet. Gut, okay. Ja. Wird nicht teurer. So, was hattest du gesagt? Rucksack kostet 3 Gold, ne? 3 Gold, genau. Und das Zelt nochmal 2? 2. Dann ziehe ich mir einen ab, jeder gibt 1 Gold und wir kaufen 2 Zelte. Wer nimmt das 2. Zelt? Er hat aber nur 1 dabei. Er hat nur 1 dabei. Er hat nur ein kleines Zelt dabei. Aber wir haben ja ein Zelt für 2 Leute und 2 Schlafplätze. Sozusagen. Stimmt. Und für die anderen halten ja immer die Wache, wenn wir draußen sind. Ja. Das passt. Ja. Aber einen Rucksack nehme ich tatsächlich auch noch mit. Vito. Nimmt der dann selber einen Platz ein oder wie sieht das aus? Nein, nimmt keinen Platz ein. Gut. Dann packe ich mir den zu Schlafpelz. Hervorragend. Ich bin mit uns zufrieden, Kinder. Jo. Habt ihr fein gemacht. Ja. Ich würde sagen, das beschließt das heutige Abenteuer. Wir gehen für euch als Zuschauer nochmal die Erfahrungspunkte durch, dass ihr das auch mal miterlebt habt. Die Charaktere haben ja im Verlauf des Abenteuers Advancement-Marker bekommen, wenn sie entweder einen Dragon oder einen Demon gewürfelt haben. Dazu kommen jetzt zusätzliche Advancement-Marker. Es gibt ja keine Level, die der Charakter oder Stufen, die die Charaktere aufsteigen können, sondern tatsächlich levelst du, indem du deine Skills hochbringst. Dazu gibt es Fragen. Habt ihr an einer Game Session teilgenommen? Ja, sicher. Ich würde sagen, ja. Ja, wir waren alle dabei. Habt ihr eine neue Location erkundet? Ja, habt ihr. Ihr habt die Brücke mit der Höhle erkundet. Habt ihr ein oder mehrere gefährliche Adversaries besiegt? Habt ihr, das gibt auch ein. Habt ihr ein Obstacle ohne das Nutzen von Gewalt überstehen können? Nein, das hätte... Heute nicht. Also... Wir haben es aber versucht. Ja, tatsächlich hättet ihr auch mit dem Troll reden können, das hätte funktioniert. Und mit den Banditen haben wir es wirklich versucht. Ja.
da kam halt so eine blöde Frage, die er halt falsch beantwortet. Er hat förmlich um die Zahnbehandlung gebettelt. Ja. Ob du siehst ja besser aus. Gefragt, ne? Hat irgendjemand seine Weakness nachgegeben? Aber ja. Ich bin als erstes sicherlich in die Hölle gerannt. Ich bin gewalttätig, ja, natürlich. Immer wenn ich drauf schaue. Immer hinten. Jemand hat gesagt, der hat gesagt, du stinkst und ich habe sofort geglaubt. Das heißt, ihr bekommt 4 Advancement Marks, die ihr euch verteilen könnt, wie ihr sie möchtet, außer auf die, wo ihr schon Advancement Marks sitzen habt, durch eventuelle Demons oder Dragons. Ich hätte ehrlich gesagt am liebsten alle auf Bushcraft gesetzt. Ja, ne? Komischerweise ist jetzt plötzlich Bushcraft. Da setze ich jetzt auch mal so meinen ersten drauf, ja. Wie wär's denn, haben wir irgendjemanden, der eigentlich gut ist in Healing oder 4, so? Ja. Healing? Nee, kann ich gar nicht. Ich auch nicht, ne? Ich auch nicht. Vielleicht aber ich habe 6 drauf. Ich kann mal versuchen, es zu steigern. Fände ich mal nicht so schlecht, weil wir können nicht immer so Dusel haben, wie wir es jetzt gerade tun. Und ich finde, es sollte mehr als einer Hunting oder Fishing können, weil dann können wir auch unsere... Ja, gut, Hunting, Fishing ist ja tatsächlich Urt und Wolfshadow, ja, oder? Okay, dann muss ich da keinen Punkt hingeben. Nee, ich auch nicht. Also 4 kann ich setzen, ne? 4 darfst du. Was ist denn Sleight of Hand? Sleight of Hand ist Taschendiebstahl. Dinge und mitnehmen. So. Zum Beispiel. Ah. Hm. Okay. Aber vielleicht ist Awareness gar nicht so verkehrt. Da habe ich auch schon einen draufgesetzt, ja. Ja, das ist vielleicht auch nicht so schlecht, ja. Dann. Also Marker sind verteilt und jetzt würfeln wir. Genau, jetzt würfelt ihr überall, wo ihr einen Marker habt, über den Wert, den ihr da aktuell stehen habt. Also ihr müsst den Wert quasi verkacken, den Wurf, damit ihr was lernt. Yes. Und dann dürft ihr einen Punkt drauf steigern. Dafür nehme ich meinen schlechten Würfel. Ich versuche das auch mal wieder mit dem schlechten Würfel. Das habe ich auch gerade versucht. Und er würfelt gut, aber er würfelt immer noch nicht gut genug. Das ist das Gute. Aber immerhin, Awareness ist schon mal 1 hoch hier. Ne? Tatsächlich konnte ich nur 1 von 4 steigern. Ach, Mensch. Ich konnte alle 5 steigern. Jetzt läuft es bei mir hier. Ich habe 3 steigern können. Immerhin. Darunter unter anderem Healing. Ich meine, gut, etwas von 5 auf 6 steigern ist auch. Ne, aber immerhin. Also, es ist. Noch nicht so schwierig. Trotzdem, es ist eine bessere Chance. Ich habe 3 von 6 auf 7. 4 Stück gesteigert, die alle auch noch unter 10 waren. Ich habe Awareness, Bushcraft, Spot Hidden und Crossbow gesteigert. Und natürlich meinen Hammer. Das versuche ich einfach immer. Ja. Wenn wir mal eine Armbrust finden, dann hier, denkt an mich. Also hast du Armbrust hoch oder was? Ich habe Armbrust auf 10, ja. Ach, sowas Doofes, dann hätte ich die Sling steigern sollen. Egal. Kann ich das nochmal ändern? Der Wurf wäre der gleiche gewesen. Meinetwegen. Ich bin da nicht so. Wäre ja, auf jeden habe ich auch. Habe ich auf 12. Nicht ansatzweise, aber... Egal. Der Weg für unsere Abenteurer ist ja jetzt noch nicht zu Ende. Er legt erstmal nur eine kurze Rast ein, besser gesagt eine längere Rast, aber diesmal unter einem Dach, was allen von euch zugutekommt. Das heißt, ihr könnt in Ruhe schlafen. Ihr könnt euch komplett hochheilen. Eure Willenskraft ist wieder da und die Conditions sind weg. Und alle. Gut. Und wir wissen, der nächste Punkt auf eurer Reise wird der Hain des Druiden sein. Der heilige Hain. Der heilige Hain. Wo wir gegen Meerrettich kämpfen. Gegen Meerrettich kämpft. In einem Wald, in dem es scheinbar lebende Pflanzen zu geben scheint. Aber wie es da weitergeht,
Das soll eine andere Geschichte sein. Das sehen wir ein andermal, meine liebe Kinder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja. Ja, klar. Yay. Ich liebe diese Gruppe. Die ist toll. Die ist so entspannt. Ich hatte Schweineglück. Einfach. Und so. Ja. Das Spiel ist halt auch so schön oldschool. Es ist eine komplett entspannte Gruppe. Ups. Entschuldigung. Ja. Großes Kino. Dann mach du doch den Reisesegen, Jocke. Ich den Reisesegen? Ja. Ja, erstmal vielen Dank an alle, die zugeschaut haben, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, und bis dahin möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigener sein. Ne? Gehabt euch wohl, inshallah, und die letzten Worte gehören wie immer euch, denn die soll das Lama vortragen, denn das kann genau. Die letzten Worte gehen wie immer an unsere Sponsoren, als da wären Alantia, Hafenheld, Max Schwarzes T-Shirt, Crazy Ape, Delenia, René K., Scarfi, Gorgsan, Ben Ryan, Iran, Mail, Dog, Wildman, Hakelschorsch, Ximides, Azrael, Dead Operator, Lord Xavix, Haxis, Big Bear, Naseweiß, Helm, Charlie Heather, Wunderwolf, Solid, Lukas Cunningham, Alessa Tornado, Sir Olli Bolli, Loki, Ivi, Phil, Edelkirschi, Suna Nyx, Totte, Giacomo Torian, Romulus, Manni Kregen, Versuvan, Helmut, Zocker, Kukisi, Moriel, Gordian, Skava, Kai, Revan, Aschavi, Terakles, Regenbogen, Krieger, Minokun, Elfenspalter, Nimrod, Travidian, Verteidiger, Milka, Testsieger, Lia, Black Forest Bending, Nerd Hopping, Tigab, Tamia, Kirgam, Wels, Darukote, Stormturtle, Moradion und Karadinonso, der Große. Bis dann. Tschüssi.